Herzlich willkommen zur Verse Night, die Show mit entspannten Klängen und Informationen rund um Star Citizen. Präsentiert von Astro Sam und Mitch van Heiden. Hallo meine lieben Sternbürger da draußen, es ist wieder der zweite Dienstag im Monat und ich begrüße euch natürlich wieder zu einer neuen Ausgabe der Verse Night. Ich bin der Mitch und ich bin nicht alleine, ich habe natürlich wieder jemanden dabei, der wie ich die Leidenschaft zu Musik und zu Star Citizen teilt. Hallo lieber Astro. Hallo lieber Mitch, schönen guten Abend liebe Community, toll, dass ihr alle eingeschaltet habt und ich freue mich mit dir Mitch auf einen neuen interessanten Abend und wir haben zwei super spannende Gäste mit dabei und zwar von CIG, unsere Community Manager Ulf und Chris. Grüßt euch. Hallo. Hi. Auch wir mögen Musik. Ja, und insofern steht heute alles unter dem Themenkomplex Community Management. Angefangen von, wer seid ihr und was macht ihr und wie seid ihr da hingekommen, bis hin zu den wirklich tiefer gehenden Fragen. Wir haben Fragenkataloge oder Fragen zusammengestellt, die aus der Community reingekommen sind, aber ihr, der ihr uns hier zuschaut, könnt natürlich auch Fragen im Chat stellen und die werden dann von Dani gesammelt, unserem Chatbot, und auch Dani ist heute wieder mit dabei. Hallo Dani. Ich glaube, jetzt ist er schockiert und muss sich erst mal entmuten. Dani? Okay, Dani ist doch nicht mit dabei. Der ist gemutet und hat, glaube ich, gerade 10.000 Fenster offen. Den werden wir nachher später nochmal dann hören. Okay. Doch, ich bin da, aber es ist versetzt, es ist zeitversetzt, ich bin da. Dani hört gerade gegen, der hört nicht bei uns live im Chat mit, sondern der hört gerade gegen, dass unsere Stimmen also nach Möglichkeit gleich laut sind, damit wir keine Tonprobleme haben. Okay, gut. Dani, hör weiter. Mach ich, tschüss. Alles klar. Super. Ja, mit 3.10 hast du schon reingeguckt? Ja. Ich habe schon reingeguckt. Ich habe letzten Monat ja noch erzählt, dass ich mir eine Caterpillar erspielt habe. Ich habe auch schon gesehen, dass die weg ist. Aber ansonsten ist alles da. Ich habe mehr in die 3.10 PTU reingeguckt, ganz ehrlich, weil ich auch Aufnahmen für heute Abend machen wollte. Mhm. Und ganz kurz jetzt nur in die Live-Version. Mehr Zeit habe ich nicht gehabt. Neue Flugmodelle muss man sich dran gewöhnen, fühlt sich aber jetzt nicht verkehrt an. So die kleinen Überarbeitungen, die drin sind, gefallen mir auch ganz gut. Du hast Dinge, wir haben gerade im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen. Momentan gibt es so international bei der Community, wenn ich so an nicht Bored Gamer, aber an Newbiefire denke oder an Salty Mike, die machen in letzter Zeit sehr kritische Videos und versuchen aber dadurch mit konstruktiver Kritik irgendwie die Entwicklung des Spiels voranzutreiben. Aber hauen natürlich dann auch in die Kerbe rein, wo gewisse Hater dann sich wieder bestätigt fühlen. Du hast eben Leute, die sagen hier, das kann alles so nicht weitergehen, wie es aktuell ist. Wir haben zu viele Bugs, es muss erstmal gepolished werden. Und dann guckst du dir aber so eine 3.10 an und siehst, ja, mein Gott, sie machen doch weiter. Also so ein ganz doofes Beispiel, was mir aufgefallen ist. Wenn du auf Grimhex in den Fahrstuhl gestiegen bist, da sind ja diese beiden Fahrstühle links und rechts jeweils, und dann fährst du runter. Und dann, wenn du dann nach oben geguckt hast, hat es auf einmal plopp gemacht und quasi ist das, als ob du von in einem Container in den anderen Container gefahren bist und oben war einfach nur schwarz. Inzwischen kannst du wirklich bis nach oben gucken und es fadet rüber. Zumindest auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ein bisschen zu viel Nebel dafür da. Das ist so ein kleines Detail, was mir aufgefallen ist, wo ich gesagt habe, siehst du, sie arbeiten noch weiter drin. Die haben jetzt die Sichtweite auch um einiges erhöht mit 3.10. Ich finde das so genial, dass du auf Entfernung die anderen Spieler sehen kannst, wie die ihre Schlieren hinterherziehen oder wenn eine Atmosphäreneintritt da ist. Also es geht weiter. 3.10 ist halt ein super kritischer Patch meines Verständnisses nach, weil durch dieses neue Flugmodell sind sehr, sehr viele Systeme angefasst worden, die, und das wurde uns ja auch schon in mehreren Videos verdeutlicht,
Der Paul Johnson war das. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Verse schon erzählt. Der in so einem versteckten Nebensatz vor, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Wochen in einem Star Citizen Live sagte, dass er jedes Mal aufatmet, wenn ein Schiff angekündigt wird, was ohne neue Mechanik daherkommt. Weil eine neue Mechanik bedeutet immer neue Fehler an irgendeinem Punkt des Verse, womit man nicht gerechnet hat. Und wir haben super viele neue Mechaniken und Veränderungen mit 3.10, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind. Aber das hat eben auch für diese Flut an Fehlern gesorgt. Und dass sie da weiterhin dran arbeiten, das merkt man. Also ich war auch im PTU online und habe gedacht, oh mein Gott, das ist ja überhaupt nicht spielbar. Und war dann ganz positiv überrascht, als 3.10 live ging, wie zum Beispiel, wie gut sich das Flugmodell inzwischen anfühlt. Dass man auch mit Maus und Tastatur einigermaßen mit klarkommt. Dass sie nicht nur visuell, sondern auch von der Mechanik her diese Splines, diese Anflugtunnel inzwischen angepasst haben. Klar, die sind immer noch nicht, da gibt es sicherlich noch viel zu tun, aber sie funktionieren grundsätzlich schon mal. Dieser Autopilot funktioniert und. Also grundsätzlich bin ich schon sehr angetan, auch wenn immer noch sehr viel zu tun ist. Aber ansonsten bin ich total begeistert von diesen neuen Heightmaps, dass diese Planeten und Monde, die sehen einfach nur geil aus. Aber ihr kennt mich ja, ich fliege ja auch immer durch Star Citizen, durch das Verse, um mir die Landschaft anzugucken. Und auch diese neuen Ocean Shader, wenn sie dann jetzt noch am Rand dann die neuen Pflanzen, diesen neuen Layer reinbringen, der den Übergang zwischen Land und Meer noch ein bisschen hübscher macht. Boah, das wird eine Augenweide. Und grundsätzlich, ja, bin ich sehr, sehr angetan und hoffe einfach, dass sie jetzt die Fehler auf sich dann auch wieder in den Griff kriegen, die sie da ins Spiel gebracht haben. Aber das bleibt nicht aus. Ich hoffe einfach mal, Moment, ich muss mich mal ein bisschen lauter machen, lese ich gerade. Ich hoffe einfach, dass sie zu einer Alpha 4.0 hingehen und sagen, okay, wir müssen jetzt ein bisschen mehr polishen. Weil so würde ich es machen, wenn ich Programmierer wäre bei CIG und hätte was zu sagen. Dann würde ich sagen, gut, jetzt haben wir mal wieder so einen Step, wo wir polishen müssen und von da aus dann geht's weiter. Jetzt können wir wieder neue Features reinbringen, da kommen eh wieder dann neue Fehler. Das müssten sie jetzt eigentlich machen. Ob mit einer 4.0 ein zweites System dazu kommt, ob Server-Meshing dazu kommt, das ist alles jetzt mal egal. Aber ich würde, wenn ich an einem Punkt bin und sage, jetzt ist gerechtfertigt, dass wir die Version 4.0 nennen, dann sollte die auch so weit gepolished werden. Hm. Ja, was sehr, sehr positiv ist, das schreibt der Küp Duron, soweit ich das sehen kann. CRG ist in den letzten Monaten deutlich vermehrt aktiv auf den sozialen Plattformen. Damit kommen wir jetzt auch langsam in Richtung Community Management, sei es jetzt Reddit oder sei es auf Spektrum. Sie gehen auf die Fragen der Community in dem möglichen Rahmen ein und scheuen sich auch nicht, den tatsächlich auch mal sehr kritischen Fragen oder auch den Hatern sich zu stellen und zu sagen, Mensch, ich verstehe euren Unmut, aber bedenkt bitte, hier sitzen Menschen und das tut denen weh. Das sorgt nicht dafür, dass wir motivierter an die Arbeit gehen. Und das finde ich eine ziemlich großartige Sache. Und ja, damit kommen wir zum Thema Community Management, Ulf und Chris. Und einfach auch von meiner Seite mal mit der Eröffnungsfrage, wie weit gebt ihr eigentlich dieses Feedback, was aus der Community kommt, wie weit nehmt ihr das auf und wie weit gebt ihr das eigentlich weiter? Seid ihr da proaktiv am Gange und geht zu Clive Johnson und sagt, Mensch, hier, guck da mal rein, antworte da mal, oder sind die selber dort proaktiv unterwegs und gehen auf die Community neben ihrer Arbeit noch ein? Wie läuft das bei euch? Also erstmal, das war wirklich eine super Überleitung zu dem Thema, muss ich sagen. Die Community ist natürlich ein Eckpfeiler, gerade bei einem Spiel wie Star Citizen. Wo wir natürlich mit den Spielern im regen Austausch sind und versuchen, das Spiel auch mit der Community zu entwickeln. Insofern ist es auch natürlich auch bei den Entwicklern so gesehen auch wichtig, dass sie selber auch manchmal schauen, was gerade bei der Community ein heißes Topic ist, also wo gerade drüber diskutiert wird, Änderungen, die vielleicht nicht ganz so gut rüberkamen, oder Änderungen, die super sind, dann auch zu sehen. Und natürlich ist es unser Job als Community Manager auch, dann die Entwickler darauf aufmerksam zu machen. Deswegen ist es bei uns, zumindest bei Star Citizen, bei CIG, eine Mischung aus beidem. Also einerseits die aktiven Entwickler, die man auch öfter im Spektrum interagieren sieht mit der Community,
Du hast Clive Johnson angesprochen, der ist natürlich einer von den sehr aktiven. Auch der Yogi Klatt aus dem Frankfurt Office hat in letzter Zeit unglaublich viele Threads in Spectrum beantwortet, was natürlich auch daran liegt, dass er an dem neuen Flugmodell beziehungsweise an den Verbesserungen vom Flugmodell mit dran gearbeitet hat und deswegen da viele Fragen beantworten kann. Also wie gesagt, eine gesunde Mischung aus Entwicklern, die selber dahin gehen, aber natürlich auch Community-Managern, die das Feedback an die Entwickler herantragen und dann vielleicht auch die Antworten von den Entwicklern dann an die Community weitergeben. Da können wir auch mal direkt quasi bei Null anfangen für die Leute, die sich unter einem Community-Manager nichts vorstellen können. Wie sieht denn eure Jobbeschreibung aus? Die Jobbeschreibung, ja, das ist von Firma zu Firma. Von Firma zu Firma unterschiedlich. Also Community Manager ist noch ein recht junger Job, beziehungsweise ein Job, über den viele Leute auch nicht viel wissen. Man merkt es auch jedes Jahr bei der Steuererklärung, wenn man versucht, sich seinen Job auszusuchen, dann findet man den Community Manager einfach noch gar nicht. Ja? Also man braucht auch bloß mal auf den Jobboards zu gucken von verschiedenen Firmen, beziehungsweise von auch in der Spieleindustrie. Da entdeckt man bei jedem Posting andere Bereiche, die unter das Aufgabenfeld von dem Community Manager fallen. Klar, die Betreuung der Community ist irgendwie bei allen mit aufgelistet. Schließlich ist man als Community Manager der erste Ansprechpartner für Kritik, Lob, manchmal auch ja, Fragen von der Community. Aber danach geht es halt immer in verschiedene Richtungen. Also einerseits kann es natürlich sein, dass es um die Gestaltung oder den Aufbau von einer Community geht. Das ist dann meistens halt dann, wenn ein Produkt oder ein Spiel halt neu gelauncht wird. Dann muss man sich als Community Manager schon irgendwie das Konzept oder vielleicht auch mal die Plattform überlegen, die man überhaupt benutzen möchte, um seine Community anzusprechen. Bei Spielen ist es manchmal so, dass man auf einem Forum kommunizieren möchte. Es gibt auch Spiele, die haben gar kein Forum, die machen das alles über die Steam-internen Foren zum Beispiel. Manche Leute machen es nur über Social oder nur über Discord. Also da ist dann auch die Aufgabe des Community Managers zu gucken, was für die Community die beste Plattform ist, um halt miteinander in die Kommunikation zu treten. Das ist halt auch also halt sehr wichtig für einen Community Manager, dass man halt auch kommuniziert mit der Community, mit den Spielern. Man ist verantwortlich für die Kommunikation über die verschiedenen Channels. Ich habe schon gesagt, manchmal sind es Boards, manchmal sind es Social Media, es können auch Blogs sein, Blogposts. Wir zum Beispiel als Community Manager bei CIG, wir schreiben jede Woche mindestens einen Blogpost. Ist der This Week in Star Citizen Post am Anfang der Woche, wo immer gesagt wird, oder wo wir aufzeigen wollen, was halt so die Woche über passiert. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, was noch so in der Woche überhaupt passiert. Meistens recht viel. Man kümmert sich auch um die strategische Kommunikation. Ja? Also zu gucken, wann wird was kommuniziert oder welche Initiativen wollen wir mit Livestreaming, mit Events, mit Contests oder vielleicht Umfragen mit der Community machen und was wollen wir daraus gewinnen. Also ist auch ein sehr strategischer Job. Dann guckt man natürlich auch über das Reporting, also über die Sentiment Reports, wie die Community auf bestimmte Sachen reagiert. Ob das jetzt Live-Releases sind, wie 3.10 oder 3.10.1 oder ob es Events sind oder auch natürlich Promotions. Ja. So versuchen wir dann immer auch diejenigen, die dann in dem Sinne halt für diese Sachen verantwortlich sind, ihnen ein Gespür zu geben über das, was die Community über solche Events halt denkt. Das heißt, ihr seid schon sehr eng verzahnt mit euren Entwicklerteams oder zumindest zu den Heads of, um dort die Stimmungen der Community nach innen quasi reinzugeben und zu sagen, wie es gerade an der Community-Front aussieht, ja? Definitiv. Also ja, wir als Community Manager sitzen halt auch, ja, also wir haben jetzt nicht irgendwie ein abgetrenntes Büro oder jetzt momentan schon durch Corona ist jeder halt im Homeoffice anyway. Aber normalerweise sitzt man halt direkt zwischen den Entwicklern und wenn irgendwas ist, dann kann man zumindest bei uns, ich meine, wir beide sind jetzt in Frankfurt, wir können durchaus zu den Leuten hingehen und sie auf bestimmte Sachen aufmerksam machen oder mit ihnen reden, wie die Community ein bestimmtes Feature aufgenommen hat. Andererseits natürlich sind die Leute, die bei uns als Entwickler angestellt sind, auch sehr interessiert über die Reaktion der Community und kommen auch auf einen zu und fragen, hey, wie hat die Community das aufgenommen oder
wie wurde das, wie fandet ihr das? Und ja, es ist halt auch ein reger Austausch zwischen uns beiden. Dazu habe ich eine Frage, und zwar es gab auch Feedback aus der Community, das habe ich jetzt nicht auf unseren Fragenkatalog mit aufgenommen, ja, wie ihr denn mit Jared kommunizieren würdet. Und da sagte ich dann zurück, naja, Jared ist kein Community Manager, der ist, glaube ich, Head of Creative Director. Wie seid ihr eigentlich, wo du sagst, ihr sitzt in Frankfurt, wie seid ihr eigentlich aufgeteilt international und wie viele Leute seid ihr im Community Management? Und könnt ihr alle zum Beispiel in Richtung, um es zuzuspitzen, könnt ihr alle Chris anrufen und sagen, Mensch, hier gibt es gerade die und die Probleme, oder ist das bei euch irgendwie hierarchisch gestaffelt, wer mit wem kommunizieren darf? Also der Jared ist Associate Creative Producer für unser GVP, das ist General Video Productions. Kümmert sich also um ISC und Star Citizen Live und so weiter. Mhm. Und ja, also wir kommunizieren auch schon vor Covid-19, vor Corona, halt mit unseren ganzen Studios. Wir haben ja Studios in Manchester, in Los Angeles, in Austin, halt vornehmlich über Microsoft Teams mittlerweile. Und da ist es auch wirklich so, dass man halt auch jeden anschreiben kann, der mit einem bestimmten Feature zu tun hat und danach mehr Informationen fragen kann, beziehungsweise das Feedback weiterreichen kann. Klar, ich würde jetzt nicht, wenn ein bestimmtes Feature kaputt ist, dann gleich zu Chris Roberts rennen und sagen, hier, das ist kaputt, wir müssen das sofort ändern, da was dran machen. Da gibt es halt schon Wege und Prozesse, die halt eingehalten werden müssen. Also sozusagen, dass man halt Sachen an den Nächsten weitergibt. Kommt es dann öfters vor, dass das gewisse Leute von euch Feedback quasi anfordern? Also ich kenne das zum Beispiel von noch aus Battlefield 3 und 4 Zeiten. Da hatten wir ja bei EA hier in Deutschland den Gamma, den Andreas Koch, und in Stockholm saß der Daniel Matros. Und da gab es bei EA DICE den Game Designer, hier Lead Designer, den Patrick Bach. Und da weiß ich, der hat regelmäßig sich immer von den Jungs dann die ganzen Berichte und Blogs aus der Community kommen lassen, vorlegen lassen. Also quasi, die mussten immer Summary schreiben. Der Andreas Koch musste immer deutsche Blog-Einträge ins Englische übersetzen. Kommt das auch vor, dass ihr Entwickler habt oder eben auch Leute in gewissen Positionen, die dann euch irgendwie sagen, hier, guckt, was läuft gerade zu dem und dem Thema auf Reddit, gebt mal Feedback, sammelt mal was? Gibt's. Chris, du hast damals, glaube ich, für die Steinverteilung was gemacht, ne? Ja, genau, zum Beispiel. Also sind ganz, ja, alles Beispiele eigentlich aus dem Spiel heraus, wenn jetzt zum Beispiel unser Planetenteam darüber nachdenkt, wie viele Steine liegen auf dem Planeten, dann will man natürlich auch wissen, was denkt die Community dazu. Wir wissen ja, da gab es immer wieder Gesprächsthemen zu und Äußerungen. Und das war zum Beispiel ein Beispiel, wo dann das Planet-Team zu uns gekommen ist und hat gesagt, hier, könnt ihr uns da mal ein Update geben. Wie ist denn wirklich die Meinung der Community? Weil, ja, wenn du halt jetzt irgendwie als Entwickler auf Reddit drauf gehst und siehst einen Post, wo jetzt jemand sagt, es liegen viel zu viele Steine herum, und dann ist das vielleicht eine Meinung, aber du willst ja, sage ich mal, einen großen Überblick haben, um die Situation auch gut einschätzen zu können. Und das ist so ein Beispiel, wo wir dann auf jeden Fall reingehen und überall einmal durchlesen, auch mit Leuten ins Gespräch vielleicht auch kommen, auch uns nicht scheuen, ins Spektrum irgendwie direkt mal in den Chat zu gehen und da mitzudiskutieren auch. Das ist ein Beispiel. Oder jetzt auch beim aktuellen Flugmodell, da haben wir natürlich auch ganz dicht unser Ohr an der Community, was dazu gerade gesagt wird. Oder Landing Splines war ja auch so ein Beispiel. Die haben sich jetzt ja schon innerhalb von 3.10 in der PTU-Phase verändert. Und das sind so Situationen, wo ja, wir mitlesen und wir auch unser Feedback ganz aktiv ins Team wieder zurückführen. Das stelle ich mir auch auf. Entschuldigung, das stelle ich mir auch wahnsinnig schwer vor, weil du immer in der Community Leute hast, die laut schreien. Und da müsst ihr ja auch irgendwie euch eine Methode zurechtgelegt haben, wie ihr das aussortieren könnt. Ne? Es hat nicht immer derjenige recht, der am lautesten schreit. Sonst hast du eben, ich komme wieder bei Battlefield aus, da haben viele Leute laut geschrien und die Community Manager haben drauf gehört, es weitergegeben, und im Endeffekt haben sie dann das Spiel kaputt gepatcht. Wie schützt ihr euch vor sowas? Ja, also man muss, wie du schon gesagt hast, halt bedenken, dass Leute, die was posten, halt nicht für alle Spieler repräsentativ sind. Klar, Leute, die was posten, haben einen Einfluss auf andere Spieler auch. Das heißt, jemand, der
den gleichen Kanal benutzt. Also sage ich mal, wenn jemand auf Spectrum was postet und jemand anders liest das, kann das halt schon sein, dass man auch in seiner Meinung da ein bisschen beeinflusst wird. Aber man darf das halt nicht als das ist jetzt die Wahrheit und daneben gibt es keine betrachten, sondern es gibt halt eine Minderheit manchmal, die besonders laut schreit, wie du schon gesagt hast. Es gibt aber auch eine Kernnutzerbasis, die halt vielleicht ein bisschen eine andere Meinung hat. Deswegen ist meistens die Wahrheit irgendwo dazwischen. Und gerade als Community Manager muss man halt versuchen, oder muss man halt eigentlich auch das Gespür dafür haben, dann halt zu sehen, okay, hier gibt es zwar gerade einen Thread, der hat relativ viele Beiträge, der ist aber nicht repräsentativ für die komplette Nutzerbasis. Im Endeffekt, also gibt es über 2 Millionen Citizens, und die Leute, die dann halt im Spectrum posten oder auf Reddit oder auf Social, auf Twitter, auf YouTube, sind dann halt auch wirklich, muss man dann auch so sehen, nur eine Minderheit. Klar, die anderen, auch wenn sie dann nicht schreiben, heißt das nicht, dass sie mit, was weiß ich, Landing Spines oder was auch immer zufrieden sind. Aber wir versuchen dann eben schon, wie gesagt, ein gesundes Mittelmaß zu finden und dann halt auf Sachen zu reagieren, die Mehrheit der Community stören, ohne dann das Spiel kaputt zu patchen. Es gibt auch immer das Spiel zu spielen. Also ja, wirklich, auch aus eigener Erfahrung, muss man ja sagen. Ja, du siehst ja, wie es dann im Spiel ist. Du bist ja selber auch ein Mensch, bist selber auch ein Spieler. Du bist selber genauso frustriert wie jeder andere Spieler auch über einen Bug. Oder erkennst vielleicht auch die Schönheit zum Beispiel von neuen Height-Maps. Wie Ulf sagt, es ist eine Mischung aus, denke ich, ganz genau zuhören, ganz genau mitlesen, die Community kennen und kennengelernt haben und dann einschätzen können. Wenn es danach ginge, dann wäre der Hover-Mode übrigens geblieben. Ja, also da gab es ja sehr geteilte Meinungen drüber. Ich fand den auch echt gut, aber ja, wer weiß, was da noch kommt. Also das war so ein typisches Beispiel, was Mitch schon sagt, für einen Teil der Community, der einfach sehr laut geschrien hat, aber nicht unbedingt der repräsentative Teil war, meiner Meinung nach. Weil im Nachgang habe ich sehr viele Citizens gesehen, gehört, gelesen, die sagten, ach, eigentlich fand ich das mit dem Hover-Mode ganz cool. Mal gucken, ob es da vielleicht eine abgeschwächte Version dann von gibt. Ja, mal sehen. Im Endeffekt reagieren wir halt auch nicht nur auf, wie gesagt, solche Threads im Forum oder wo auch immer, sondern wir schauen uns natürlich auch die Spieldaten an, wie bestimmte Spieler verhalten, wie Spieler sich in Burst verhalten. Und daraus kann man dann natürlich auch dann im Zusammenspiel mit den Threads oder mit Issue Council Post oder was auch immer ist im Endeffekt, ableiten, was man machen sollte und was nicht. Oder wenn eine Aktion gemacht werden sollte. Wenn ihr so euch im Berufsleben, diese Frage muss jetzt kommen, sorry, ganz intensiv mit Star Citizen beschäftigt, habt ihr dann da privat überhaupt noch Zeit und Lust und Muße, euch dann auch noch mit dem Spiel zu beschäftigen? Oder sagt ihr dann, nee, also 8, 9, 10 Stunden reicht und der Rest beschäftige ich mich mit, keine Ahnung, Sudden Strike oder Civilization oder sowas? Ja, also ich denke, man hat immer Hochphasen privat, wo man super gehypt ist und irgendwie den unbedingt abends irgendwie noch ins was rein will. Und dann gibt es natürlich auch Phasen, wo man sich irgendwie ein anderes Spiel geholt hat, auf das man wartet, wo man dann halt privat abends eher mal was anderes spielt. Aber ich versuche es regelmäßig immer wieder zu spielen, einfach mit meinen privaten Bekannten, mit meinem Bruder oder sowas. Und es ist ja auch jetzt nicht so, dass, wenn ich auf der Arbeit bin, dass ich doof gesagt, 9 Stunden irgendwie Star Citizen spiele und dann abends irgendwie gerade den Account wechseln und weiterzocke. Wie Ulf ja schon gesagt hat, bei uns ist ja sehr viel Lesen, sehr viel Schreiben, auch Zuhören, Denken eher der als Alltag. Und ich muss sagen, ich spiele wirklich gerne abends nochmal eine Runde Star Citizen. Ja, bei mir ist es genauso. Also ich spiele halt auch, klar, privat auch andere Spiele, jetzt kein Sudden Strike oder sowas in der Art. Aber ich habe mir letztens zum Beispiel ein paar PlayStation 4 Titel geholt, die ich noch spielen wollte, bevor die neue rauskommt, die neue PlayStation 5. Sozusagen die ganzen Klassiker. Ich wollte letzte Woche auch den Konstantin Hurston auf in Star Citizen mal mit einem Pico Plushie überraschen, aber das hat leider nicht geklappt, weil die Hängertüren nicht aufgehen wollten. Sehr gut.
Da wurde das Schiff mir weggenommen, der Plushie war weg und ja, ich probiere es diese Woche nochmal. Das ist ja echt ein Überraschungserfolg gewesen. Ne? Ich glaube, damit hat CRG selber nicht gerechnet, dass diese Plushies, das war ja quasi nur so ein Testballon, dass sie sofort ausverkauft sind innerhalb von, ich weiß nicht, ein paar Minuten will ich nicht sagen, aber innerhalb ein paar Stunden waren die, glaube ich, weg, dieses Kontingent, was man veranschlagt hatte. Hype. Ja, man hat halt schon damals, als wir die Schildkröten ins Wurst mitgebracht hatten, gemerkt, dass halt gerade, was solche kleinen, ja nicht Plushies, aber so kleinere Items anbelangt, die sehr gut aufgenommen werden von der Community und deswegen wurde dann halt der Pinguin Pico auch mit reingebracht. Und ja, ist perfekt. Also wir haben momentan, ich mache mal kurz ein bisschen Werbung auch für Screenshot macht es noch laufen im Spectrum bis zum 15. August, wo wir ja die Leute dazu aufgefordert haben oder gefragt haben, dass sie uns bitte Screenshots senden von Pico dem Pinguin im Spiel. Ja, man kann da noch mitmachen. Die Pico-Plushies sind zwar gerade ausverkauft, aber da kann man noch welche gewinnen. Also, Aha. Wenn man da den richtigen Screenshot absendet, dann hat man sich noch Plushie gesichert. Rudolf Bruns fragt gerade, ob ihr noch was anderes spielt außer Star Citizen. Rudolf, das haben wir gerade in der letzten Minute beantwortet. Ja, sie spielen auch andere Sachen und auch was anderes als PC, auch mal PlayStation 4 erwähnte Ulf gerade. Mhm. Ansonsten, ich habe es schon gerade geschrieben, wir nehmen alle Fragen auf, die ihr hier stellt. Es sind schon jede Menge Fragen reingekommen. Die bewerten wir gleich in der Pause und Ulf und Chris sagen dann, ja, da können wir drauf antworten oder nö, da können wir jetzt nicht drauf antworten. Und in dem nächsten Talkblock nach dem ersten Musikblock werden wir dann auf eure Fragen drauf eingehen. Genau, wir haben jetzt gleich schon die halbe Stunde fast voll und ich würde sagen, wir gehen auch in den ersten Musikblock. Was meinst du? Jawohl, ja. Jawohl, ja, genau. Und da haben wir zum Einstieg heute zwei Nummern von uns beiden. Also eine Nummer von dir und eine Nummer von mir. Ich fange erstmal mit meiner an, denn die kennt ihr. Das ist Exploring R-Corp. Die lief schon letztes Jahr mal. Da habe ich ja damals so einen Videoclip zu gemacht und den Original-Videoclip ohne Einblendungen, den habe ich leider nicht mehr. Also muss ich den Clip jetzt nehmen von meinem YouTube-Kanal. Das heißt, wir haben jetzt gleich das Logo Made by the Community doppelt drin im Stream. Aber das werdet ihr, glaube ich, überleben. So, den Einstieg, den Opener, den machst aber du, Astro, mit einer ganz neuen Nummer von dir, ja. mit der du vor anderthalb Wochen um die Ecke gekommen bist quasi. Und dann hast du gesagt, da brauche ich noch einen Titel. Und ich meinte so, erinnert mich irgendwie daran, dass ich so durch die Wälder von Hurston laufe. Und das Ding heißt jetzt eben Forest of Hurston. Ja. Eskalationsversion habe ich jetzt, weil die Streicher so eskalieren, hast du das Eskalationsversion genannt, ja. Genau, ich bin ja so ein heimlicher Fan von Hans Zimmer, der ein Großteil seiner Titel wirklich darauf aufsetzt, dass er das Thema immer wiederholt und immer weiter, ich nenne es dann zum Eskalieren bringt. Es wird immer mehr und immer mehr und es wird aber nie langweilig, ganz im Gegenteil. Es hat einfach einen totalen Gänsehautfaktor für mich. Ich höre ihn unheimlich gerne zu in der Einfachheit seiner Komposition teilweise. Ich habe mir auch viele Making-ofs angeguckt und bin in seine Gedankenwelt eingetaucht und der denkt sich einfach so viel und testet so viel und so weiter und naja, deswegen mag ich diesen Stil ganz gerne, aber ich will mich damit gar nicht vergleichen. Dieses Stück selber ist genau wie das Starblades, was ich vor ziemlich genau einem Jahr hier zusammengestückelt habe. Das habe ich nicht selber geklimpert oben auf meinem Piano, sondern habe ich mit Magix zusammengebastelt. Das ist klingt jetzt einfach, das ist trotzdem eine ziemliche Herausforderung, weil die Harmonien müssen ja stimmen und dann muss man gucken, welche Instrumente zusammenpassen und so weiter. Aber das ist ein ganz schönes Stück geworden und basiert auf einer Korrespondenz zwischen Brubaker und mir. Brubaker ist ja der Erfinder, Creator von Sternenwanderer.org, wo ich die Hörbücher ja auch einspreche. Und der fragte mich, Mensch, hast du nicht irgendwie ein schönes Thema, was wir so im Hintergrund laufen lassen können? Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht, aber ich bastel mal was zusammen. Und das, was ich zusammengebastelt habe, hat ihm aber nicht gefallen. Gar nicht böse gemeint, sondern es entsprach einfach nicht seiner Vorstellung. Und ich fand das Stück aber ganz nett und habe es dann ja dir geschickt, Mitch, und du hast mir dann gesagt, ja, ist ein bisschen langweilig, kürzt das mal runter irgendwie auf 3 Minuten 40. Und dann habe ich es runtergekürzt und dachte, jetzt ist das so nicht Fisch, nicht Fleisch, weil es endete so mittendrin. Und dann habe ich, wie du es gerade gesagt hast, dann habe ich mich nochmal eine Nacht hingesetzt und habe das richtig eskalieren lassen. Und jetzt ist es zu dem geworden,
was wir gleich hören, und von dir mit sehr, sehr geilen Bildern unterlegt. Ich habe gedacht, das ist so Hammer, das sieht aus wie Afrika irgendwie. Das ist total geil. Aber ihr werdet es jetzt gleich selber sehen und hören. Da bin ich letzte Woche Montag, habe ich mich auf den Weg gemacht in Hörsten und wollte eben ein paar Aufnahmen machen aus dem Wald. Und wie das eben so ist in Star Citizen, wenn man was sucht, findet man es nicht. Also ich habe 2 Stunden gebraucht, um diesen Wald zu finden. Ja. Und dann war ich endlich da und dann habe ich so knapp eine Stunde ein paar Aufnahmen gemacht und habe das dann zum Video zusammengeschnibbelt. Und ich glaube, du willst, wenn das hier gelaufen ist, das dann auch bei dir auf deinen YouTube-Kanal mal hochladen, oder? Könntest du eigentlich mal machen. Kann ich machen, ja. Oder auf den Soundcloud, ja. Oder irgendwo. Also irgendwo wird es dann noch veröffentlicht im Nachhinein. Gut, also erstmal Astro Sam mit Forest of Hurston. Danach meine Wenigkeit mit Exploring R-Corp. So als perfekter musikalischer Einstieg heute. In gut 10 Minuten, etwas weniger, hören wir uns dann wieder. Also bis gleich, Leute. Thank you.
Einfach mal die Geschwindigkeit rausnehmen. Mit Verse Night. Eure Zeit zum Chillen und Relaxen.
Und wir sind wieder da. Ich musste jetzt gerade mal eine Sekunde verzögern, weil der Astro noch dazwischen gequatscht hat. Und bei mir lief die Musik noch. Ich habe hier auf YouTube schön mitgehört. Aber ja, es ist eine 30-sekündige Verzögerung. Sorry. Ja, so 20, 30 Sekunden Verzögerung haben wir da schon zwischendurch. Ja, Leute, ihr hört und schaut Diverse Nights am 11.8. Wir sind live gerade und haben zu Gast den Ulf und den Chris, unsere Community Manager von Cloud Imperium Games. Und ich denke, wir gehen jetzt mal direkt dazu über, eure Fragen weiterzuleiten an die beiden Jungs. Jawohl, ja. Einige Community-Mitglieder sind jetzt während der Musikphase noch dazugekommen und haben gefragt, Mensch, was habe ich verpasst? Ist Chris noch oder sind Ulf, sind die noch da? So vor nach dem Motto, sind sie schon wieder weg? Nein, sie sind beide hier. Ich bin noch da, hallo. Und, wer möchte, kann sich natürlich morgen auf meinem Kanal, auf meinem Streaming-Kreativkanal hier die Sendung auch noch im Nachhinein dann anschauen. Ja, Chris, Ulf, wir haben die Fragen aus dem ersten Talkblock aufgenommen und die meisten davon habt ihr gesagt, ja, könnt ihr beantworten. So machen wir das jetzt auch nochmal an die Community kurz, jetzt im zweiten Talkblock. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die in den Chat. Dani nimmt die auf, wir besprechen die im nächsten Musikblock und beantworten die dann wiederum im nächsten Talkblock. So, Frage 1 von Nico Weber. Gibt es bei CRG so eine Art All-Hands-Meeting mit der gesamten Truppe, dass man mal die Führung wie Chris Roberts persönlich kennenlernt? Oder obliegt die Führung nur der lokalen nur den lokalen Chefitäten vor Ort? Chefitäten? Was meint er mit Chefitäten? Den, Tja, den Abteil. Also Chefitäten. Okay, ja, es gibt. Es gibt jetzt kein All-Hands-Meeting, wo man wirklich alle, wie viel sind es mittlerweile, über 500 Leute bei CRG in einen Call und in ein Meeting zusammenpackt. Aber es gibt trotzdem immer mal wieder Meetings oder Gelegenheiten, CR dann auch wirklich persönlich kennenzulernen. Das war jetzt in letzter Zeit, gerade was persönlich kennenlernen angeht, natürlich nur über Teams, Microsoft Teams und so weiter zu machen, aber er reist natürlich auch in die verschiedenen Studios und schaut dann halt vorbei, wie es da gerade läuft und dann lernt man ihn natürlich auch kennen. Da springe ich gleich mal zu Frage 5. Es gibt ja im Moment sehr viel Spekulation und auch irgendwie seltsame Auswüchse in der Community, von wegen Chris ist nicht mehr da, Chris Roberts hat das sinkende Schiff verlassen, bla bla bla. Wo ist er und was macht er? Ja, er arbeitet. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die immer fragen, ja, wann sehen wir ihn wieder? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, was ist los mit ihm? Es ist natürlich nicht so, dass er halt in unseren vielen Formaten wie ISC oder SCL immer mit dabei ist. Wir haben aber tatsächlich Formate wie zum Beispiel Pillar Talk, wo dann immer, ich glaube 3.9 war das letzte Pillar Talk, wo er dann ja auch sein. Also er ist mal bei CRG, die ganzen Gerüchte in dem Sinne sind nicht wahr. Es gibt auch sehr viele Verschwörungstheorien, die man halt so im Internet sieht. Also macht euch da keine Sorgen. Und es gibt auch bestimmt wieder Gelegenheiten für ihn, dass er mal mehr in den Vordergrund wieder rückt. Darf ich das fragen, ist Sandy eigentlich noch aktiv mit dabei oder ist die wieder mit ihrem ursprünglichen Job und nur noch Member des Boards? Ja, also genau wie mit Chris habe ich die jetzt auch, die war auch lange nicht in Deutschland, in Frankfurt im Studio. Und bei Meetings habe ich sie auch nicht gesehen, also würde ich sagen, nein, weiß ich nicht. Ist wieder mit ihrem ursprünglichen Job beschäftigt mehr. Ja, okay, ist ja auch okay. Kommen wir zu Frage 2 von Luga, der schreibt, ich frage mich, ob ihr in direktem und regelmäßigem, das ist das gleiche, Austausch mit Chris Roberts steht. Ja, im Prinzip hast du das ja schon beantwortet gerade. Ne? Also er ist übergreifend mit der Unternehmenssteuerung beschäftigt, aber greift nicht mehr wirklich in die operativen Prozesse mit ein. Und ihr seht ihn auch nur noch eher selten, denke ich mal. Beim 500-Mann-Unternehmen ist das ja auch klar, dass der nicht mehr irgendwo überall unterwegs und präsent sein kann. Aber gerade was den Austausch anbelangt, wir hatten, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen, dass wir halt gerade bei Releases und Events halt immer diese Sentiment Reports verfassen, wo wir dann schauen, wie die Community auf bestimmte Sachen reagiert. Und die gehen auch natürlich an Chris Roberts raus. Und da bekommt man dann auch manchmal Feedback wieder zurück. Mhm. Frage von... Achso, ja? Nee, kein Problem. Aber wie gesagt, auch wenn halt mal die Gelegenheit ist, ne? Also das muss ich mal dazu sagen. Das ist einfach jemand, der immer auch mal ein offenes Ohr hat
was mir positiv immer aufgefallen ist, also wenn der mal in Frankfurt war, halt natürlich vor Corona das letzte Mal, ne? Mhm. Man spricht Sachen durch und sagt, ach, guck mal, wir... Und wenn es nur bei einer Tasse Kaffee ist, wenn man sich da mal trifft irgendwie und dann sage ich hier, guck mal, wir waren oder wir fahren auf das und das Event, hier ist ein Poster, kannst du uns mal unterschreiben und was können wir mal machen und etc. pp. Ne? Also da muss man wirklich sagen, der hat ein offenes Ohr und das macht auch einfach Spaß, mit ihm direkt zusammen dann mal ein paar Sachen gedanklich vor- und zurückzuspielen schnell. Ne? Und wie gesagt, also er ist da und er ist nicht verschwunden. Klasse, danke. Also es ist super wichtig, dass wir das mal von offizieller Seite gesagt bekommen. Ja, er ist noch an Bord und er arbeitet und so weiter. Und wie gesagt, aus meiner Erfahrung heraus, vor 20 Jahren habe ich hier in Hamburg angefangen beim kleinen Unternehmen, 30 Mann, da war der Geschäftsführer auch noch so Teil des Teams, aber je größer wir wurden und später dann mit 300, 400 Mann, dann sieht man die Leute nicht mehr, weil die einfach wirklich mit übergreifenden strategischen Themen auch beschäftigt sind, sodass sie keine Zeit mehr haben. Das ist gar nicht böse gemeint, aber das ist einfach ein anderes Verantwortungsspektrum, in dem sie dann unterwegs sind, als wenn man ein 20- oder 30-Mann-Unternehmen dann ist. Kung Lee fragt: Wie viel Handlungsspielraum habt ihr im Spektrum beim Löschen von Posts? Also das Löschen von Posts ist eigentlich durch die Spektrum-Regeln vorgeschrieben, was gelöscht wird und was nicht gelöscht wird, beziehungsweise was auf der Plattform erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Das heißt, Posts, die sich klar gegen die Regeln, die wir halt für Spektrum irgendwann mal aufgestellt haben, richten, werden dann von der Moderation auch in dem Sinne gelöscht. Ja. Also das kann halt sein, auch wenn Kritik halt gut formuliert, also wenn Kritik gut formuliert ist und regelkonform ist, dann sollte mit dem Post nichts passieren. Ja. Aber wenn jemand halt sich gegen die Regeln aufbäumt und anfängt, Leute links und rechts zu beleidigen, eigentlich aber nur, ja, wie soll ich sagen, halt seinen Punkt nach vorn bringen möchte, dann ist das einfach nicht die Art und Weise, wie man das macht. Ja. Also man muss auch bedenken, dass die Leute, die sich die Spektrum-Sachen durchlesen, beziehungsweise auch die Entwickler, wie ich vorhin gesagt habe, die sich die Spektrum-Beiträge durchlesen, halt Menschen sind. Und da muss man halt einfach dafür sorgen, oder müssen wir und das Moderationsteam dafür sorgen, dass das alles in einem gewissen Rahmen abläuft. Und das ist genauso, wenn man jetzt auf der Straße zu jemandem geht und mit ihm erzählt, dann hat man eine gewisse Netiquette, ja. Also man versucht halt, es gibt halt gewisse konventionelle Regeln, auch im normalen Umgang miteinander, und genauso ist es auch mit Spektrum. Also es wird nicht links und rechts gelöscht, nur weil uns irgendwie ein Thema nicht gefällt. Aber wenn sich an bestimmte Regeln nicht gehalten wird, dann bleibt uns da leider keine andere Wahl. Ich muss zugeben, ich bin nicht so wirklich frequent im Spektrum unterwegs. Ihr habt sicherlich auch Chat-Moderatoren, oder kontrollieren die nur das Forum selbst? Also auch in den Chats sind die Moderatoren immer dabei. Und wir haben halt dadurch, dass wir Moderatoren an verschiedenen Orten haben, auch eine gute Abdeckung, was die verschiedenen Zeitzonen angeht. Des Weiteren ist natürlich auch nicht nur die Moderation, sondern auch das Community-Team immer in den Chats mit anwesend, beziehungsweise auch im Spektrum mit anwesend, und hat da auch ein Auge mit drauf. Habt ihr schon einen Plan? Das ist jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es spekulativ ist, aber ich denke gerade an diesen Plan von euch, der ja auch Sinn macht, das Webseitenspektrum mit dem Ingame, mit den Ingame-Aktivitäten zu verschmelzen. Also meine Frage zielt dahin: In den Spielchats ist ja auch unheimlich viel los, auch sehr viel Interaktion spielerisch zwischen den Leuten. Und dann kommt ja, wie gesagt, dieses Webseitenspektrum dann vermutlich noch dazu. Das wird ja ein unendlich großer Content werden. Habt ihr da schon einen Plan, wie ihr das moderieren wollt? Oder ist das noch etwas, wo ihr sagt, das ist weit in der Zukunft, da haben wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht? Ja, so weit in der Zukunft ist es auch nicht. Klar haben wir uns da schon Gedanken drüber gemacht und schauen, wie man das am besten bewerkstelligt. Man muss halt schauen, wie es dann ist, wenn es dann wirklich soweit ist, wenn das alles miteinander verbunden ist. Und da würden wir dann wahrscheinlich auch Verstärkung für unser Moderatorenteam brauchen, denke ich. Also Community, wer Bock hat, Community Management, könnt ihr schon mal bewerben. Sag mal, das möchte ich auch nochmal einwerfen zwischendrin, bevor wir auf die Community-Fragen weiter eingehen. Wie wird man Community Manager? Wacht ihr irgendwann eine Realschule oder Gymnasium morgens vor der Schule auf und sagt, ey geil, ich werde Community Manager, oder wie kommt man dahin? Weil du auch selber gesagt hast, das ist nichts, was man irgendwo in einer Beschreibung findet oder in einer Zeitung oder sowas.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ganz ehrlich, also natürlich, ich war auch irgendwie Teenager und habe Games gezockt und habe irgendwie auch irgendwie damals in den PC-Spielheften gelesen und Interviews mit Community-Managern und habe gedacht, ach, das ist schon ganz, ganz toll. Aber das plant man nicht und ich habe das auch persönlich irgendwann aus dem Auge verloren. Bei mir war es wirklich so, ich wusste nach dem Abi, ich will in dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit was machen, habe auch in dem Berufsfeld dann auch nochmal gearbeitet selber. Und zu Cloud Imperium Games, also Community Management in der Gaming-Branche, bin ich auf ganz abstruse Umwege eigentlich wirklich erst gekommen. Das war damals das erste Bar Citizen Event in Frankfurt und da bin ich hingefahren und habe mich da mit den Entwicklern an einen Tisch gesetzt und wir haben uns einfach auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene gut verstanden und hatten da einen schönen Abend und kamen dabei an dem Abend auf das Gesprächsthema Gamescom. Und da habe ich gedacht, ach Mensch, da gibt's ganz viel zu tun, da würde ich gerne irgendwie mit unterstützen und mit anpacken, weil ehrlich, das sieht man ja auch auf jeder CitizenCon, wie viele Volunteers da einfach, also freiwillige Helfer noch unterwegs sind aus der Community, die da mit anpacken und so ein Event möglich machen. Und wir sind also in Kontakt geblieben und ich bin dann wirklich mit auf die Gamescom gefahren und dann hat man da irgendwie zwischendrin oder auch an den Abenden mal beim Bier zusammengesessen und sich unterhalten, also dann auch wirklich mit Brian oder mit Todd Puppy und Co., die man alle aus dem Inside Star Citizen kennt, beziehungsweise damals halt noch Around the World und ähnliche Sendungen. Und ja, dann kam irgendwann auch so ein bisschen die Frage von Brian, was ich aktuell mache und dass man sich ja gut versteht und ob man irgendwie Interesse hätte, die Zusammenarbeit irgendwie fortzusetzen. Und ich habe da lange drüber nachgedacht und habe mich dann auch damals einfach mal beworben, als es in Frankfurt was gab und bin dann sukzessiv quasi dem Ulf an die Seite gerutscht. Das ist ja eine coole Story. Aber das heißt, wirklich noch über einen ordentlichen Bewerbungsprozess und dann wurde das von HR bewertet und es gab noch Bewerbungsgespräche und das alles drum und dran, wie sich das gehört. Ja, also das gab es auch auf jeden Fall. Also auch wenn man sich vorher irgendwie schon kennengelernt hat und auf dem Event schon zusammengearbeitet hat, da bin ich auch einfach dann mit durch. Also da hatte ich auf jeden Fall auch meine Jobinterviews und kam bei HR und habe meine Rückfragen gestellt. Muss man sich ja auch immer überlegen, bei jedem Jobwechsel, ne, von beiden Seiten, ob man irgendwie gut zusammenkommt. Und ich bin super glücklich, dass das alles so geklappt hat. Gibt es aktuell eigentlich einen amerikanischen Community Manager oder seid ihr quasi Global Community Manager beide zusammen? Also, ja, Chris G. Ja? Okay, also erstmal würden wir uns selber, glaube ich, als Global Community Manager bezeichnen. Also wir sind nicht so aufgeteilt, dass wir jetzt sagen, okay, Ulf, du nimmst irgendwie alles Englischsprachige und ich nehme irgendwie alles Deutschsprachige oder so. Nee, wir schauen da wirklich international rein. Zum Glück gibt es das Englische in dem Fall, weil spätestens bei Italienisch oder Französisch wird es bei mir dann schon ein bisschen schwierig. Wir haben auch noch die Molly, die sitzt ja in Texas, die seht ihr ja auch immer mal bei einem This Week in Star Citizen und der Tyler Witkin, also der Captain Silo, der ist ja auch nicht aus der Welt. Also insgesamt sind wir 4 Community Manager und wir arbeiten dann natürlich schon so ein bisschen zeitzonenorientiert, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, da hat jetzt ein amerikanischer Star Citizen Content Creator irgendwie ein YouTube-Video gemacht, das gucke ich mir jetzt nicht an. Ich schaue mir nur an, was die Deutschsprachigen machen. Nee, also wir schauen da alles an und reden dann auch gemeinsam über alles. Also Hammer, 4 Mann für die, nach meinem Gefühl, sehr, sehr aktive Community, weil ihr habt ja auch gesagt, ihr guckt euch die Videos und Streams und so weiter ja auch an von der Community. Das ist ja nichts, wo ihr sagt, ach ja, wir wissen, dass es da tolle Sachen gibt und ich habe hier meine Sachen zu tun, sondern ihr seid ja wirklich sehr aktiv damit beschäftigt, euch auch die Produktionen, nenne ich es mal, der internationalen Community anzuschauen. Also ich sag mal, der zweite oder der dritte Computerbildschirm, den benutzt man dann schon. Ne? Also ich habe eigentlich immer nebenbei bei allem, was ich mache, irgendwie mal Twitch offen, YouTube offen und meine Update-Fenster offen. Und du liest eigentlich immer oder hörst auch immer überall mit. Es ist halt schon viel, das muss man sagen. Und auch in der wachsenden Community
kommt halt auch immer mehr dazu, ne? Und dann musst du halt auch gucken, dass du irgendwie am Ball bleibst und dir auf einmal nicht irgendwie, das kann ja schon irgendwie eine neue Facebook-Gruppe sein, zum Beispiel, ne? Wo dann ganz viele Leute drin sitzen, wo tolle, interessante Gespräche drin stattfinden, wo super konstruktiv auch mal Kritik geäußert wird oder wo auch mal gesagt wird, hier drückt uns der Schuh und zwar ganz gewaltig und das willst du ja auch nicht verpassen. Also es ist, ich glaube, man kann sich da aktuell einfach, und das wird man auch, glaube ich, nie da ausruhen können und sagen, so, jetzt habe ich hier meine 10 Leute, die ich mir angucke und dann bin ich abgedeckt. Das ist ein gutes Stichwort für die nächste Frage von Keks. Der schreibt, mich würde echt mal interessieren, ob es die Devs oder ich sage mal die Mitarbeiter bei CRG persönlich kränkt, wenn ein Shitstorm ausbricht. Nee, also sagen wir mal so, es ist auch immer der Fall, mit wem du sprichst. Und ich glaube, also wir sind alle Menschen, glaube ich nicht, das weiß ich. Aber natürlich nimmt der eine Mensch Kritik sich mehr zu Herzen als der andere. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie jemanden habe, der Wochen meinetwegen da rein investiert an irgendeiner Location und sei es Blumen zum Beispiel zu bauen, ne? Und das Erste, was er dann sieht, irgendwie unter einem Inside Star Citizen, wo die Blumen das erste Mal gezeigt werden und da steht drunter irgendwie, das ist super hässlich, das ist, ne, SCH, dann glaube ich, schmerzt das schon oder kann sehr schmerzen. Aber da hat Todd Puppy mal ganz am Anfang zu mir gesagt, du wirst es in der Gaming-Branche immer wieder haben, dass Leute dir gerade im Internet, wo man ja auch mal die Netiquette fallen lässt, ne, mit sehr, sehr unschönen Worten irgendwie die Meinung sagt. Und ich glaube, das Wichtige ist dann, dass man dann versucht, das nicht auf einer persönlichen Ebene an sich ranzulassen, sondern sich eher die Frage stellt, okay, der ist offensichtlich sehr, sehr sauer gerade über etwas. Aber warum? Also was ist der Grund dahinter? Und ich denke, da muss man gerade als Community Manager einerseits natürlich auch ein bisschen eine dicke Haut haben, aber auf der anderen Seite zuhören. Also wirklich zuhören können und sich das immer wieder zu eigen machen, dass man eher sagt, okay, jetzt ignoriere ich mal das Schimpfwort da und es geht auch nicht gegen mich persönlich, weil wir haben uns nie was getan, sondern eher zu sagen, Wo drückt denn der Schuh eigentlich jetzt wirklich? Es ist ja heute auch sehr leicht geworden, Kritik zu äußern in Zeiten des Internet und der Social oder der teilweise auch Anti-Social Communities, weil man muss dem Gegenüber nicht in die Augen gucken. Man kann einfach seine Meinung hinrotzen, ohne drüber nachzudenken und dann ist man ja weg, ohne sich Gedanken machen zu müssen, was tut man jetzt dem Gegenüber gerade an. Insofern, ja, Hut ab für alle bei CIG, die sich ja nun auch dieser täglichen Kritik ausgesetzt sehen und trotzdem sagen, ach naja, der meint mich gar nicht persönlich, sondern er hat einfach gerade Unmut oder irgendwelche persönlichen Schwierigkeiten, die er durchlebt und bringt das jetzt gerade hier unter, aber es geht nicht gegen mich persönlich. Das ist schon eine gute Sache, ja. Was auf jeden Fall ein Punkt ist, den man gar nicht vergessen darf. Klar, es gibt dann halt auch mal, also es gibt negative Kritik, die man sich anhört, die wir dann ja auch gerne mal filtern, ne, als Community Manager. Aber was du niemals vergessen darfst, ist natürlich dann wiederum, wie es einem Dev das Herz öffnet, wenn ich einfach mal sagen kann, hier, guck dir mal diesen coolen Trailer an oder guck dir mal diese tolle Musik an, die jemand irgendwie inspiriert von dem Planeten, den du gebaut hast, irgendwie geschrieben hat. Oder, ne, also wirklich, dann schicke ich das manchmal auch gerne irgendwie in den entsprechenden Chat und sag so, hey, nimm dir mal in der nächsten Kaffeepause 3 Minuten und guck mal da rein, ne? Und dann merkst du einfach, wie die das feiern und was das für die für einen Motivationsschub auch sein kann einfach. Das glaube ich, ja. Es sind ja alles so Kreativlinge und Lob ist das zweite Gehalt, so ungefähr. Ja, man muss auch bedenken, dass halt eine Menge Herzblut, Schweiß, Tränen und Zeit dann in die ganzen Sachen reinfließt. Und ich meine, am Schluss ist es dann wenn man die ganze Zeit vor sich hin werkelt und dann macht man irgendwas und es interessiert keinen, ja. Also dann ist es schon besser, wenn man auch noch Feedback von den Leuten bekommt. Ist eigentlich, ist jetzt eine Frage, die wir nicht abgesprochen vorher, ihr könnt auch ruhig sagen, wenn ihr da nicht drauf antworten könnt, ist dieser Spirit einfach bei CIG eigentlich noch da, den es vor 2-3 Jahren gab? Ich erinnere mich immer an dieses Citizen-Con-Panel,
wo über die Erstellung von R-Corp gesprochen wurde. Und da waren 2-3 Entwickler, die sind zu Chris Roberts gegangen und haben gesagt, Mensch, ich habe eine Idee, wie wir das umsetzen können. Chris oder Todd, ich weiß nicht, irgendeiner hat gesagt, ja, geil, schließt euch 3 Monate ein und guckt, was ihr auf die Reihe kriegt. Und sie kamen nach 3 Monaten wieder und hatten das Rezept, wie man prozedural so einen Stadtplaneten erstellen kann. Und das war halt großartig. Ist dieser Spirit, dieses Kreative heute immer noch da bei CRG oder geht ihr jetzt schon eher in Richtung eines größeren Unternehmens, wo alles prozessual geordnet sein muss? Ja, es kommt halt immer ein bisschen auf das zu erwartende Ergebnis an. Ja, also wir haben schon gerade was Prozesse und zum Beispiel unsere Roadmap für die nächsten Releases angeht, sind die Sachen halt schon festgelegt. Ja, und die müssen wir dann auch versuchen zu erledigen und dann auch zu releasen. Wenn es dann aber sowas ist wie zum Beispiel die prozedurale Gestaltung von einem Planeten, merkt man natürlich auch, dass das uns auf lange Sicht hingesehen viel weiter nach vorne bringen würde, als wenn wir jetzt einfach stumpf weiterarbeiten, so wie wir es gewohnt sind. Und gerade sowas, da wir halt ein super Spiel machen wollen, den besten Space Simulator, dann muss man halt eben solche Sachen auch eingehen. Das wird auch weiterhin so bleiben. Ja, super. Das freut mich. Ich finde, das zeichnet ein Unternehmen aus. Und ich meine, CRG hat ja auch echt die Grenzen des vor knapper Zeit noch denkbar Machbaren gesprengt, was die Technik betrifft. Und klar gibt es immer wieder irgendwelche seltsamen Stimmen in der Community, die sagen, das können doch andere Engines schon lange. Ja, wir müssen aber überlegen, dass es sich hier A, um ein MMO handelt und B, dass alle Daten gestreamt werden müssen und weltweit abgeglichen werden müssen. Und das ist nicht zu vergleichen mit irgendeinem instanzbasierten Spiel, wo maßgeblich die Daten clientseitig irgendwie berechnet werden oder was zum Beispiel vielleicht nur auf dem Client läuft. Also insofern, das ist schon echt, echt Hammer, was hier passiert und was auch an Technologien entwickelt wird. Leute, die deswegen sich immer beschweren, sage ich, vergleiche mal Skyrim mit Elder Scrolls Online. Elder Scrolls Online kam sogar noch später raus. Ja, Skyrim ist ein reiner Singleplayer, da ist mehr möglich. Da hast du ein ganz anderes Feeling, da hast du eine ganz andere Grafik. Dann guck dir Elder Scrolls Online an. Das muss Multiplayer-fähig sein. Da hat man alles zusammengestrichen, wo man was zusammenstreichen konnte, weil es technisch nicht anders geht. Und Star Citizen will genau in die andere Richtung rein. Die wollen so viel erreichen, wie möglich ist, und das eben als Multiplayer gehen. Das muss man sich einfach nur vor Augen halten. Ich würde sagen, wir gehen noch auf die nächsten 2 Fragen und dann haben wir schon wieder fast die nächste Zeit für Musikblock, Mitch, ne? Ja, können wir machen. Jetzt. Okay, also Frage von Axel Kopmann. Gibt es noch Studiotouren in Frankfurt? Das wage ich zu bezweifeln. Und was ist dran, dass man sich nur einmal für seine Tour melden darf? Also momentan gibt es natürlich keine Studiotouren. Das ist gerade eben mit der Pandemie, die ganze Welt heimgesucht hat, leider nicht möglich. Mhm. Wir haben auch relativ schnell, nachdem klar war, dass Corona was Größeres wird, ich glaube, das war damals im März oder ich weiß gar nicht. Februar, März, dann auch sofort alle Leute kontaktiert, die sich für eine Studiotour angemeldet hatten, um ihnen dann halt leider eine Absage zu geben. Aber das war halt einfach auch aus Gründen der Sicherheit für jeden Einzelnen von Leuten, die im Studio arbeiten und aber auch von den Besuchern für die Studiotour halt nicht mehr möglich. Also wenn die Pandemie durch ist und also kann man halt schlecht sagen, ja, also wann das sein wird und es aus einer gesundheitlichen Sicht keine Probleme mehr geben sollte, dann denke ich, steht nichts im Weg, die Studiotüren auch wieder aufzugreifen. Also in dem Sinne möchte ich jetzt nicht sagen, dass es nie wieder Studiotüren gibt. Ja. Aber daran, dass man sich nur einmal für eine Tour melden darf, naja, wir hatten dann in letzter Zeit relativ oft Leute, die sich halt mehrmals für eine Tour bei uns angemeldet hatten. Und wir hatten am Anfang, waren wir auch noch relativ, ja, wie soll ich sagen, freizügig, was das angeht und haben den Leuten dann halt einfach, wenn wir gerade Luft und Platz und Zeit dafür hatten, ihre Studiotour genehmigt. Es wurde aber mit der Zeit dann immer mehr, dass immer mehr Leute sich für eine Studiotour angemeldet haben. Wir hatten dann auch, ich glaube, Monate, wo wir so, ich sag mal, 3 bis sogar manchmal 4 Studiotouren hatten und das war dann einfach zu viel. Oh ja. Deswegen haben wir angefangen, das ein bisschen zu reglementieren, dass halt Leute, die auch noch nie auf einer Studiotour waren,
ihre Chance hatten, dann auch mal bei uns in Frankfurt vorbeizukommen. Und wie das dann aber aussehen wird, für den Fall, wenn die Pandemie durch ist und wir mit Studiotouren wieder anfangen können, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Nee, klar, wir wissen ja auch noch gar nicht. Also ich befürchte, das wird noch bis locker... Das ist meine persönliche Einschätzung, dass es noch bis Mitte des nächsten Jahres so ein Zustand sein wird, wo doch eher im Bereich Homeoffice und Distance-Social Working irgendwie agiert wird. Schauen wir mal. Also ich bin da eher pessimistisch im Moment unterwegs, was das betrifft. Gut. Ja, danke, Chris, für die Antwort. Letzte Frage vom Erdnusskrieger. Was hat er denn hier geschrieben? Werden später bestimmte Random-Events passieren? Zum Beispiel, man landet an einem Außenposten auf einem Planeten und man sieht, wie ein Schiff vom Himmel fällt, geht hin und findet Sachen. Das ist ja eher eine Development-Frage. Die würde ich jetzt gar nicht in Richtung Community-Management sehen. Also solche Events, die werden von unseren Designern erstellt und da kann ich nichts zu sagen oder spoilern. Es gibt natürlich schon viele Ideen für zukünftige Events, aber momentan haben wir die heruntergefallenen Schiffe immerhin, die Derelicts, also schon die Hälfte von dem Event. Aber da ist auf jeden Fall noch mehr in Planung. Aber ich kann dazu leider nichts weiter sagen. Jawohl. Ich gucke gerade nochmal, wenn ich jetzt nicht auf die Fragen hier eingehe, Leute, entschuldigt, ich habe mich hier auf das Gespräch und die Bestandsfragen konzentriert. Ich werfe gerade nochmal einen Blick in den Live-Chat und sehe Martin Stock, der fragt, werden wir Ben Lesnick irgendwann mal wiedersehen in einem Videoformat? Ich glaube nicht, der arbeitet ja nicht mehr offiziell für CRG meines Wissens, der ist aber extern als Consultant irgendwie oder Creator mit dem Jumppoint beschäftigt, oder? Der schreibt tatsächlich für den Jumppoint, also dieses monatliche Magazin, was an unsere Subscriber rausgeht. Dort hat er auch immer ein persönliches Vorwort jeden Monat und hilft dann auch bei dem kompletten Magazin immer mit. Ja, super. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen in die nächste Musik. Dani hat fleißig eure Fragen aus dem Chat gesammelt, also keine Sorge, dass sie verloren gehen. Wir sehen uns die jetzt gleich, wenn die Musik läuft, durch und dann gehen wir im nächsten Talkblock nach der Musik dann darauf ein. Und Mitch erzählt uns jetzt was zur nächsten Musik. Genau, und da hören wir nur einen Titel anstatt zwei, denn dieser eine Titel ist 7,5 Minuten und da habe ich gedacht, das reicht, da brauchen wir keine zwei Titel. Kommt von Keller 2, das ist Urgestein der deutschen Chill-Out-Musik aus Hannover, veröffentlicht auf My Own Music, ist da quasi, ja, hat da Veteranenstatus, kann man sagen. Einfach mal unter myownmusic.de nachschauen, Keller 2, und da könnt ihr die Musik von ihm kostenlos runterladen, denn er veröffentlicht unter Creative Commons. Und von ihm hören wir Working the Night Shift at Tau Ceti, also Nachtschicht auf Tau Ceti. In etwas über 7,5 Minuten hören wir uns wieder. Bis gleich, Leute.
Ihr seid bei der Verse Night mit AstroSam und Mitch van Heiden. Musik und Infos für eure Reise durchs Verse. Und herzlich willkommen zurück zum dritten Talkblock heute in der Verse Night. Und wir haben immer noch die Community Manager Ulf und Chris zu Gast. Und Astro hat das Fenster offen gelassen und die Mücken kommen rein, hat er gerade gesagt. Wir haben natürlich gerade in der Pause hier weiter gesprochen und haben, während die Musik lief, die Fragen bewertet, die reinkamen. Nochmal für alle, die neu hinzugekommen sind, Ulf und Chris sind heute zu Besuch, die deutschen Community Manager von Cloud Imperium Games, und wir sprechen heute über das Thema Community Management. Die beiden sind nicht hier, zum einen können sie es vermutlich nicht und zum anderen dürfen sie es auch gar nicht, um über Star Citizen und Squadron 42 und die vielen Fehler zu sprechen und warum irgendwas nicht läuft. Da müssten wir hier einen Clive Johnson haben. Insofern seht es uns nach, wenn wir die Fragen ignorieren und dann auf die Fragen eingehen, was das tatsächliche Community Management betrifft. Ja, Chris, Ulf, willkommen zurück. Ich gehe mal auf den Fragenkatalog rein. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl, habt ein Kaltgetränk eurer Wahl in der Hand. Ja, gut. Kung Li ist heute sehr, sehr aktiv, was die Fragen betrifft. Der fragt, wie lange vor Ausstrahlung ist eine Folge Inside Star Citizen in der Regel fertig? Seht ihr sowas als Mitarbeiter vorab oder erst, wenn es live geht? Also in der Regel, ist schwierig zu sagen. Wir filmen natürlich die Interviews ein paar Wochen, bevor das Ganze live geht. Danach muss das Ganze noch in die Nachproduktion, also in den Schnitt und die Post-Production. Da kommen dann schon noch ein paar Meinungen links und rechts dazu. Dann macht man vielleicht ein paar Sachen wieder anders. Als Mitarbeiter sieht man sowas auch vorab, gerade wenn man selbst der Interviewpartner war in dem Fall. Und Chris und ich, wir filmen auch die Beiträge aus dem deutschen Studio. Deswegen sehen auch wir die Sachen immer relativ schnell und auch vorab, genau. Agiert ihr als Mitarbeiter, der ihr dann dieses Video vorab seht, auch als Qualitätssicherung oder macht das die Qualitätsabteilung? Wer guckt sich an, ob das Video wirklich fehlerfrei ist? Das ist auch so mehr ein Team, eine Teamsache. Das ganze Community-Team schaut dann natürlich drüber. Auch die Leute vom Marketing schauen nochmal drüber. Insofern ist es natürlich wichtig, halt gerade kleine Fehler irgendwo, die mit auftauchen in dem Video, rechtzeitig zu erkennen und bevor das Ganze dann live auf YouTube geht für alle Leute zum Anschauen, die dann auch wieder auszubügeln. Da mal ein Versprecher oder da irgendwie was falsch geschrieben. Das kann eine falsche Jahreszahl oder irgend sowas. Einfach mal schnell rein, ne? Und dann musst du halt irgendwie nochmal sagen, hier, Jared, super cool, aber falsches fiktives Jahr, ne? dann sagt er auch halt, okay, gut, ich setze mich dann nochmal dran, ne? Aber so ist es halt und das ist aber auch wiederum einfach sehr, sehr lustig, teilweise im Vorfeld so ein Video zu sehen und dann halt auch mit den Kommentaren oder auch mal irgendwie ein netter Scherz unter Kollegen reingeschoben. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Sache, dieser Blick hinter die Kulissen, ne? Und keine Ahnung, ich würde manchmal auch gerne, wenn wir irgendwie was filmen, einfach mal so eine Outtakes-Folge fast schon machen irgendwie. Aber das ist natürlich auch viel Blödsinn und viel Quatsch. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und ich hätte zum Beispiel auch nicht gedacht, deswegen ist wieder sowas, ist es halt bei uns jetzt gerade im deutschen Büro eine Sache, die jetzt vielleicht nicht irgendwie typisch Community Manager ist, aber als dann hieß, okay, wir wollen jetzt zum Beispiel mal ein Interview mit Dan Truffin zu Mining machen, dann liegt es halt eben auch an Ulf und mir, dann zu sagen, okay, komm, wir machen das, und wir haben uns dann auch so ein bisschen fit in dem Thema gemacht. Ich wusste davor noch nicht so viel irgendwie, wie man irgendwas ausleuchtet, genau, wenn man jemanden filmt, ne? Deswegen verzeiht uns, wenn mal irgendwie was schlecht beleuchtet ist. Wir geben uns Mühe und verbessern uns auch stetig. Aber das ist halt auch eine ganz interessante Sache. Das ist was, da hätte ich niemals mit gerechnet, auch in dem Tätigkeitsfeld irgendwie nochmal was dazuzulernen.
Mensch, da fällt mir ein, ich habe Ulf vorhin tatsächlich vom Haken gelassen. Jetzt stecke ich ihn gleich nochmal wieder auf. Sag mal, Ulf, wie bist du denn eigentlich zu CIG gekommen als Community Manager? Beziehungsweise, wie war das bei dir? Bist du aufgewacht und sagtest, Mensch, Community Management ist geil, das ist mein zukünftiger Berufswunsch? Oder bist du eher Quereinsteiger? Wie bist du zum Thema Community Management und zu CIG gekommen? Ja, ich wollte früher, als ich klein war, noch vor der Schule, wollte ich immer Astronaut werden und Feuerwehrmann. Und dann habe ich mir gedacht, dass Community Manager der bei CIG der beste Mix ist. Nee, stimmt natürlich nicht. Also ich war. Du hast mich gerade gehabt. Sehr gut. Ich war halt ganz normal in der Schule, in der Universität habe ich mir dann, habe ich mich auch für irgendwas entschieden, was ich interessant fand, habe dann Germanistik studiert. Also irgendwas mit Medien, mehr oder weniger. Und ich fand schon immer Schreiben und die Kommunikation an und für sich interessant. Habe viele Artikel für mehrere Magazine geschrieben und war auch schon immer ein großer Spieler. Ja? Also ich habe damals mit dem Gameboy angefangen, dann über das NES, dann habe ich C64 bei meinem Cousin immer gespielt. Hat dann irgendwann einen eigenen PC, einen 286er, auf dem ich immer SimCity gezockt habe. Yeah. Und habe eigentlich die Branche halt nie als Karriereoption in Betracht gezogen. Ja? Also früher war immer das Bild so, okay, wenn man Computerspiele irgendwas machen möchte, dann muss man programmieren können. Mhm. Das hatte ich halt nicht. Und nach der Uni wollte ich halt die Welt entdecken und bin zufälligerweise auf einen Job als Game Support gestolpert. Also sozusagen Ticketsystem, Spielern Fragen zu den Spielen per Ticket beantworten und auch übers Telefon, so Game Support. Und bin danach über Foren Admin und Game Master bei einem Rollenspiel halt in Community Management angekommen. Und ja, es ist halt, wie soll ich sagen, es ist kein normaler Job, ja. Also es ist halt relativ interessant, dann halt immer mit den verschiedenen Communities umzugehen. Man muss Interesse am Spiel haben, beziehungsweise am Thema. Und meine Hauptpriorität war halt immer, dass man das, was man macht, halt genießen sollte. Und als Community Manager habe ich halt den Job definitiv gefunden. Jeder Tag ist anders. Man ist in Kontakt mit einer wunderbaren Community und arbeitet mit super erstaunlichen Menschen zusammen, die super schlaue Entwickler sind oder Artists, die ein riesiges, unglaubliches Talent haben. Mhm. Und man verbringt halt seine Zeit dann damit, tolle Sachen für die Spieler zu planen oder sich mit den Spielern zu unterhalten und wie gesagt, ihr Feedback zu bekommen und auch sich miteinander für das Spiel zu engagieren. Also gegenseitig Events zu machen miteinander oder dann halt Content Creators auch ein bisschen zu unterstützen und den super Content, der halt jeden Tag erstellt wird, dann auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, eine Reichweite zu geben. Also das war, wie ich da reingestolpert bin. Nicht reingestolpert, aber so der Werdegang. Und das war halt dann von verschiedenen Gaming-Studios. Ich habe auch mal bei einem Publisher gearbeitet. Und dann jetzt bei dem Mix, CIG. Ja, cool. Das schließt im Prinzip dann gleich die Frage von Nico Weber an. Wenn ihr global tätig seid, das bedingt ja auch, dass ihr mit Molly und mit Silo euch mal austauschen müsst. Die sind natürlich, nagelt mich nicht fest, 8, 9, 10 Stunden versetzt von uns. Wie kommuniziert ihr dann miteinander? Wie wirkt sich das auf eure Dienstzeiten aus? Kommt ihr um 9 ins Büro, geht um 5 nach Hause oder arbeitet ihr auch mal gestreckt, habt eine längere Mittagspause, wie gestaltet sich das bei euch? Also ich glaube nicht, dass ihr einen Job habt, wo ihr nach 8 Stunden in den Stift fallen lasst und nach Hause geht, ne? Ja, also das auf gar keinen Fall. Wir unterliegen natürlich auch irgendwie Arbeitsgesetzen, Arbeitsregelungen und wir versuchen auch irgendwie in einem geregelten Alltag zu sein, was auch einfach wichtig ist für Familie, Freunde und das eigene Privatleben. Mhm. Aber tendenziell fangen wir natürlich schon mal ein bisschen später an, damit wir eine größere Schnittmenge auch mit den US-amerikanischen Kollegen haben. Und dann ist es auch wirklich so ein bisschen nach Bedarf, ne? Also niemand von uns, gerade auch, weil wir auch einfach Spaß bei der Sache haben oder Spaß an dem Job haben, ne? Das ist es auch wirklich. Also mir passiert das schon nochmal, dass ich irgendwie auf die Uhr gucke und denke, ups, jetzt ist es irgendwie schon das Stündchen später oder sowas, ne? Oder wenn halt mal abends noch irgendwie man selber auf der Couch liegt und dann hat man auf dem Handy nochmal irgendein
im Teams-Chat laufen, ne? Und dann, oh, guck mal hier, das und das ist gerade reingekommen und das ist interessant oder so, ne? Und dann, ja, dann schreibt man halt auch nochmal mit den Kollegen, gerade mit Tyler und Molly dann, ne? Und es ist auch schön, dass sich da auch so eine Freundschaft entwickelt hat, ne? Dass ich auch einfach mal dann irgendwie, wenn es bei mir sehr früh morgens ist und bei Molly noch irgendwie spät und wir beide eigentlich im Feierabend sind, man dann aber trotzdem nochmal sagt, oh ja, cool, und ich habe Bock schon irgendwie auf das und das, was wir nächste Woche machen und so, ne? Also man lebt den Job auch ein bisschen, ne? Und ja, es kommt auch vor, dass wir auch dann mal irgendwie einen langen Tag haben, aber wir versuchen es nicht die Regel werden zu lassen. Bei dir auch, Ulf? Kannst ja, du da ist so genau. Zu nicken? Ist genau so. Ich nicke schon die ganze Zeit mit. Ihr habt es nur nicht gesehen. man sieht halt viele, viele Freunde von früher, die nach der Universität oder nach der Schule halt in Jobs gegangen sind, die halt, ja, wie soll man sagen, die halt angemessen oder gut angesehen oder wie sagt man dazu, halt alt hergebracht sind. Und die dann halt ihre Stunden abreißen in dem Sinne, wie du gesagt hast, von 9 bis 5. Und danach nach Hause gehen und das war's, ja. Und dann beschäftigen sie sich wieder mit ihrer Arbeit am nächsten Tag um 9 Uhr morgens. Und so ist das halt ein Zyklus, der halt immer sich wiederholt, ja. Das ist bei uns halt in dem Sinn halt anders, weil erstens, wie schon gesagt, jeder Tag halt was Neues bringt, weil man seinen Job dann halt auch mag und weil man halt auch immer, gerade als Community Manager, das Ohr an der Community haben muss oder möchte. Und der Content halt auch rund um die Uhr veröffentlicht wird, ja. Und dann muss man, gerade wenn auch mal irgendwie was schief geht oder was umfällt, muss man es wieder aufheben. Und das kann halt auch mal schon am Abend sein. Aber in dem Sinne nicht die Regel. Aber wenn es passiert, dann machen wir das natürlich gerne. Seid ihr den ganzen Tag dann dabei, Englisch zu sprechen und zu schreiben natürlich? Ja, also schon, ne? Also wir haben ja Leute von überall, eher allein schon auch in Frankfurt. Klar, wenn ich jetzt mit dem Yogi irgendwie mich im Badezimmer da oder in der Küche treffe, ne, dann reden wir auf Englisch. Aber dann kommt es halt auch mal irgendwie sein, dass Brian vorbeiläuft und es nicht versteht und lachend rüberruft, das ist unhöflich, ne? also ja, Geschäftssprache bei uns im Büro mit den Kollegen ist Englisch, weil das einfach das ist, wo wir alle mit irgendwie umgehen können, ne? Und rutscht da auch natürlich ein bisschen rein. Also klar, ich hatte Englisch irgendwie auch in der Schule und gerade mit Games irgendwie, also ich hatte da Glück, ich bin so ein bisschen mit Englisch auch aufgewachsen, ne? Aber es ist natürlich auch eine Umstellung, wenn man halt von einem rein deutschen Sprachgebrauch dann halt irgendwie aufs Englisch komplett umschaltet dann während der Arbeitszeit, aber ich denke mal, das geht schnell, oder? Wie lange hast du gebraucht, mich daran zu gewöhnen? 4 Wochen? Also wie gesagt, es geht relativ fix. Ich habe immer noch, dass ich irgendwie in einem Meeting sitze und mir irgendwie mal ein deutsches Wort rausrutscht, aber da kann jeder lächeln, und sie wissen dann auch, was ich meine. Ne? Aber wie gesagt, es ist alles auf Englisch und es funktioniert auch gut. Habt ihr eigentlich auch, ihr habt ja auch Communities weltweit, Frankreich, Italien, auch, was weiß ich, asiatische Räume sicherlich auch. Habt ihr dann da irgendwelche freien Mitarbeiter oder Community-Mitglieder, die da so ein bisschen ein Auge drauf haben? Oder versucht ihr das alles über Englisch dann abzudecken und zu gucken, was so in den nicht-englischen Bereichen läuft an Creator-Aktivitäten? Ja, also so, wir decken das alles auch selber ab. mit euren 4 Mann. Krass. Korrekt. Ja. Also wir, wie du schon gesagt hast, also die Amtssprache ist Englisch. Und die meisten Creators, die verstehen auch, oder die meisten Community-Leute auch weltweit, die verstehen halt auch Englisch. Manchmal, klar, gibt es ein bisschen Probleme, aber wir sind auch eine relativ internationale Firma, wo du halt auch einen Spanier oder einen Franzosen oder was auch immer dann ab und zu mal findest und der dir dann weiterhelfen kann bei der Übersetzung. Und natürlich gibt es ja auch Google Translate, ja. Zur Not kann man sich also auch von Google dann auch mal das ein oder andere Video übersetzen lassen. Es gibt ja jetzt auch diese Übersetzungsfunktion bei YouTube, wo man die Untertitel sich anzeigen lässt und dann die Untertitel automatisch übersetzen lässt. Ist wahrscheinlich nicht die allerbeste Option, um einen Stream so oder ein Video
so mitzubekommen oder so ins Detail zu verfolgen, wie es wirklich vom Creator gedacht war, aber manchmal geht es halt leider nicht anders. Sicherlich wird es irgendwann, wenn die Communities weiter wachsen, auch Community Manager hoffentlich in anderen Sprachen geben. Und dann wäre es natürlich einfacher, dass diejenigen dann sich um die Sprachen kümmern. Aber momentan machen wir das in unserem Viererteam. Okay. Die Fragen von der Community, die sind wir jetzt im Prinzip durchgegangen. Ich gucke gerade mal, ich darf nämlich auch nicht die Fragen jetzt übergehen, die wir im Vorherein reinbekommen haben. Da habe ich jetzt gerade mal ein Auge drauf, was wir davon schon so durchgegangen sind. Wir haben schon einen ganz großen Teil hier beantwortet, aber ein Thema, das ist tatsächlich, da weiß ich gar nicht. Gut, aber ihr habt gesagt, ihr habt ja den Fragenkatalog euch angeschaut. Insofern könntet ihr das, denke ich, auch beantworten. Und zwar lautet die Frage, die Transparenz und der ehrliche, offene Umgang mit Fakten, zum Beispiel Verschiebungen, ist immer wieder ein großes Thema. Woran liegt das? Ja, wie soll ich sagen, Transparenz ist ja, steht auf unserer Fahne ja mit ganz weit oben. Und es ist ja auch durch die ganze Industrie mehr oder weniger oder auch darüber hinaus so ein Boomwort geworden oder so ein Wort, was sich viele Leute ganz vorne mit hinschreiben, wenn man sich die Tech-Branche so anschaut. Und angesichts der Technologie, die, das hast du, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, jeder zur Verfügung hat, um sich zu informieren, wie Twitter oder was auch immer, war es halt noch nie einfacher, irgendwie an Informationen zu einer Firma oder zu einem Produkt zu kommen. Mhm. Und jeder unserer Entwickler, der sich halt in die Öffentlichkeit begibt, wird halt auch von der Community halt so aufgenommen und beziehungsweise wird halt immer geschaut, was von sich gegeben wird. Ja, also wenn jemand, keine Ahnung, 100 Follower auf Twitter hat, dann ist es schon lange nicht mehr, dass man Sachen privat von sich gibt. Ja? Mhm. Und wir haben uns halt entschieden, dass wir diese Transparenz durchführen wollen. Und gerade mit der Roadmap halt einen Überblick über die bevorstehenden Änderungen am Spiel oder zu den Verbesserungen, die wir mit dem jeweiligen Patch, der dann folgt, veröffentlichen wollen. Ja, und damit müssen wir dann auch dazu stehen, auch wenn es manchmal zu Verzögerungen kommt, was natürlich immer passieren kann. Die Gründe seien jetzt mal dahingestellt. Ich meine, jeder, der sich schon mal mit der Entwicklung von einem Programm oder gar einem Spiel beschäftigt hat, weiß, dass es da mehr als einen Grund geben kann, wenn mal ein Feature plötzlich mehr Tasks hat oder gar verschoben wird auf den nächsten Release oder auf den nächsten Sprint. Und ja, auch hier suchen wir natürlich nach immer neuen Möglichkeiten, da die Kommunikation noch weiter zu verbessern. Weil gerade, klar, Verschiebungen verstehen wir, dass das total halt immer negativ aufgenommen wird, beziehungsweise, dass viele Leute enttäuscht sind, auch wenn ein Feature bei einem Release oder es nicht in einem bestimmten Release schafft, obwohl wir das halt vorhatten und dann sind wir irgendwie, keine Ahnung, 4 Wochen vor Release und leider ist das Feature dann halt nicht fertig oder wir müssen halt einsehen, dass es nichts wird. Und wir haben halt, wie soll ich sagen, mit Roadmap Roundup, das sollte, glaube ich, jedem im Begriff sein, auch dann was versucht, dass wir die Kommunikation dahingehend noch ein bisschen bessern. Am Anfang hatten wir die Roadmap und haben dann halt einfach nur die Karten verschoben und das war's. Und dann haben wir halt dieses Roadmap Roundup mit rausgebracht, wo wir dann jeden Freitag auch erklären, warum Sachen verschoben werden. Ja. Ist manchmal auch nicht zufriedenstellend. Ich verstehe das, wenn da steht, dass ein Feature repriorisiert wurde, also andere Prioritäten nach vorne in den Fokus gerückt sind, dann ist es aber manchmal so, ja. Und dann haben wir auch keine bessere Erklärung als das. Aber ja, wir arbeiten schon am nächsten Schritt und da kommt definitiv noch mehr und da kann ich aber leider noch nichts zu sagen. Ich musste herzlich lachen, das war, weiß ich gar nicht, vor 2-3 Wochen, da stand im Roundup drin, dass ihr ein Bild ausgetauscht habt und die Community hat sich natürlich darüber aufgeregt. Wow, ihr habt eine Woche gebraucht, um mit Paint zu arbeiten, großartig, toll gemacht. So. Da habe ich gedacht, okay, ja, egal was CRG macht, es ist immer irgendwie falsch. Ja, bei dem Roundup haben wir jetzt halt auch nicht die ganzen Task-Veränderungen drin. Wir sehen ja auch die Roadmap, die auf Reddit immer gepostet wird, wo dann immer die Prozentzahlen nach oben, nach unten gehen.
Die haben wir jetzt auf der Roadmap nicht drin, deswegen, wie gesagt, wir suchen da nach anderen Möglichkeiten noch, das Ganze besser zu kommunizieren und auch ein bisschen das Ganze inklusiver zu machen, dass halt eben auch solche Verschiebungen mit drin sind. Ich habe noch mal eine Frage zu dieser Roadmap-Erneuerung. Da wurde ja gelästert im Internet, das sei jetzt die Roadmap zur Roadmap. Aber mein Verständnis ist doch, dass die, korrigiert mich, wenn ich das falsch verstanden habe, dass die neue Roadmap die alte ersetzen wird. Das ist nichts zur Erklärung, sondern es ist ein komplett neues Konzept, was ihr rausbringt, richtig? Ja, aber zu dem Konzept an sich kann ich leider noch nichts sagen. Da nee, ist okay. Ich wollte einfach nur wissen, das ist nichts Ergänzendes, sondern es wird die alte Roadmap komplett ersetzen. Na, was die Leute von der Roadmap zur Roadmap gemeint haben, ist ja nur der Post gewesen, wo wir erklärt haben, was die nächsten Schritte sein werden, um bei der neuen Roadmap anzugelangen. Ach so. Okay, genau. Ich habe das komplett falsch verstanden. Ich habe mir gedacht, es ist jetzt so, dass die neue Roadmap die alte erklären wird oder wie? Aber okay, dann war das nur, weil ihr diese vier Schritte dort aufgezählt habt. Genau. Okay. Na egal, also wie gesagt, die Teile der Community regen sich sowieso über alles auf. Ich finde das eigentlich bezeichnend und eigentlich auch pro CIG, also spricht für CIG, dass ihr ständig darüber nachdenkt, wie ihr euch verbessert und nicht alte Pfade beschreitet, egal was für Kritik auf euch einfeuert. Ich meine, solche Unternehmen gibt es dann wirklich zuhauf, die einfach sagen, ist mir doch egal, ich gehe einfach meinen Pfad, sondern ihr nehmt die Kritik auf, denkt drüber nach und versucht es zu verbessern. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt auch von unserer Arbeit jetzt als Community Manager, dass wir eben wirklich sagen, schaut mal, wir haben das und das so und so gemacht und vielleicht haben wir da Fehler gemacht an der Stelle oder das könnte man optimieren. Wir versuchen ja auch irgendwie aus Erfahrungen, die gemacht werden, zu lernen. Ne? Mhm. Und das nochmal zurück dann in die Teams wieder zurückzubringen und zu sagen, okay, gut, jedes Mal irgendwie versuchen, nochmal eine Schippe draufzulegen, jedes Mal ein bisschen es besser zu machen, weil wir auch verstehen, dass es frustrierend sein kann, gerade wenn ich mich zum Beispiel auf ein Feature freue, ne, und kurz vorher nicht rauskommt. Ich denke, das kennen wir doch alle, ne, wenn wir uns irgendwie als Gamer auf irgendwas freuen und es muss nicht Star Citizen sein oder so, ne, wenn sich was verschiebt, dann ist erstmal Frust da. Und das wissen wir auch und deswegen liegt ja auch in unserem Interesse, wenn wir das einfach ein bisschen glatter und schneller und frühzeitiger kommunizieren können. Und das wollen wir auch. Ich finde die Entwicklung im Prinzip relativ positiv, so als Schlusswort dieses Blogs, bevor wir dann zur nächsten Musik kommen, dass die Roadmap einfach sehr stark zusammengedampft ist und man jetzt deutlich merkt, dass CRG einen Plan hat, auch im Rahmen dieses Staggered Development, dass das wirklich auch auf einem Pfad ist, dass man sich größtenteils drauf verlassen kann, was dort passiert. Klar gibt es immer Features, die werden dann nicht fertig und die werden verschoben, aber es ist nicht mehr so dieses Wünsch-dir-was-Konzert, wo irgendwie 30 Tasks drauf standen, der Hype-Train ist durch die Decke geschossen und am Ende sind trotzdem nur irgendwie 8, 9, 10 Sachen übergeblieben. Und heute starten wir eben gleich mit diesen 8, 9, 10 Punkten und die kommen dann auch. Gut, dann verschieben sich mal ein, zwei, aber das ist es halt. Und das finde ich einfach sehr, sehr positiv, auch wenn das natürlich in der Community hier und da eher negativ aufstößt. So von wegen, was macht ihr da? Da kommt gar nichts mehr Neues. Nein, es ist einfach nur, es bildet die Realität einfach eher ab, was dort jetzt passiert. Mitch, Musik? Musik. Ab in den Quantum-Tunnel. Wir Yay. Werden ein bisschen dance-lastiger. Da habe ich was rausgesucht, was ja, unter Umständen wirst du dich gleich kaputt lachen, wenn du die Nummer hörst. Es ist irgendwo eine Dance-Nummer, aber irgendwo auch wieder nicht. Und zwar ist das aus dem Spiel Sam's Journey, aus dem Level The Green Hills, ein Remix dessen Theme von Taksim. Dazu muss ich jetzt weiter ausholen. Sam's Journey ist ein Spiel für den Commodore 64, was im Dezember 2017 erschienen ist. Also es ist tatsächlich noch für den Commodore 64 2017 ein Spiel erschienen und es hat den Ruf, das beste Commodore 64 Spiel aller Zeiten zu sein. Ist eine deutsche Entwicklung, was die aus dieser Maschine rausgeholt haben, ist wirklich Wahnsinn. Schöne Grafik, super Sound, Musik eben von Taksim alias Alexander Ney.
Der ist seines Zeichens freier Redakteur beim Return-Magazin, also ist da auch noch in der Retro-Szene tätig. Hat eben den 64er-Soundtrack gemacht für Sam Journey und hat das Ding dann nachher später nochmal geremixed. Und war ein Schulkollege von mir. Also Alex und ich haben zusammen die Schulbank gedrückt. Der war damals schon ein absoluter 64er-Nerd. War auch sehr auf Black Metal drauf. Also der hat mit 15 ist der schon rumgerannt mit T-Shirts von Creator und Sodom und wie sie nicht alle hießen. Und wenn man sich jetzt anhört, was er daraus, also er macht immer noch diese Musik, aber er macht auch eine andere Musik und das hören wir gleich. Dementsprechend Sam Journey gleich sehr, sehr lustig. Und dann bleiben wir ein bisschen dance-lastig, dann hören wir den Joe Lyons mit Tremors. Das ist eine kurze Nummer, 2 Minuten ungefähr, die auch sehr überraschend endet. Da muss ich dann gucken, dass ich das Jingle da richtig überblenden kann. Das ist einer, der auf Soundcloud veröffentlicht und ansonsten weiß ich von denen gar nicht so viel. Ist so eine chillige Dance-Nummer. Beide Nummern sind auch nicht so lang. In etwas weniger als 5 Minuten hören wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Und jetzt gibt es den Dance-Track des Monats. Es geht ab in den Quantum-Tunnel. We'll be right back.
Quantumtunnel unterwegs und nichts zu tun? Versnight. Und eure Zeit vergeht wie im Flug. Und da sind wir zurück aus dem Quantum-Tunnel und wir haben immer noch den Ulf und den Chris hier von CIG. Und wenn ihr Fragen an die beiden Community-Manager habt, dann schießt einfach los im Chat. Wir sammeln dann noch ein bisschen Zeit haben, die zwei noch, haben sie gerade gesagt. Werden wir gucken, dass wir das noch irgendwie unterbringen. Vernünftige Fragen kommen, aber vernünftige bitte. Ja. Definiere vernünftig, Mitch? Ja, also nicht fragen, wann kommt die Final von Star Citizen oder irgendwas, was nicht in ihren Ressort reinfällt, ne, von den beiden Jungs, sondern dann eben auch vernünftige Fragen, die mit ihrem Job zu tun haben, die man auch beantworten kann. Ne? Richtig, also keine Fragen zu irgendwelchen Gehaltsstrukturen bei CRG und auch keine technischen Fragen und so weiter, das ist nicht das Umfeld und selbst wenn sie es könnten, dürfen sie es nicht, sondern wir sprechen hier rein über das Thema Community Management. Eine Frage kam rein, beziehungsweise eine Unterhaltung im Chat, soweit ich es mitbekommen habe, so eine Behind-the-Scenes-Folge ist natürlich auch ein Thema, das liegt eher bei Jared, aber die beiden haben gesagt, sie geben das mal weiter, dass das Interesse daran da wäre an so einer B-Roll oder Outtakes oder wie auch immer. Es gab sowas schon mal, ne? So dann und wann, so ein bisschen nachgelagert an so ein ISC. Ich meine, Jared macht er ja eh immer gerne nochmal ein kreatives Extra hinten dran, der Quell der Ideen, der Mann, das ist ja unglaublich. Wie mit seinem Pico-Plushie jetzt gerade. Oder was ich damals großartig fand, ich will es auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Aber es gab auf jeden Fall sowas schon, dass immer sowas hinterher gesteuert wurde. Aber vielleicht hat er ja sowas auch schon in Planung, so als Event für, Weihnachten oder ja, CitizenCon. Das Thema CitizenCon, haben wir das vorhin besprochen, beantwortet, ja, ne? Oder habe ich das übergangen? Ich glaube nicht. Nee, wir haben es nicht beantwortet. Ah, okay, Mensch, Schande auf mich. Wie gut, dass wir gerade drüber sprechen. CitizenCon, da geht das Gerücht durch die Community, dass es die CitizenCon zwar nicht als Präsenzaktion oder Tag gibt, aber dass diese ganzen Panels und Präsentationen dann online stattfinden werden. Ist das so? Als wir die CitizenCon leider absagen mussten wegen der Covid-19, wegen der Pandemiesituation, hat uns das natürlich sehr wehgetan. Und deswegen haben wir das, weil auch so eine große und komplexe Show wie die CitizenCon sehr viel Planung, also monatelange Planung vor sich herzieht, erstmal ins nächste Jahr verschoben. Das heißt, wir haben jetzt auch keinen direkten Termin. Sobald wir da was haben, werden wir es aber kommunizieren, weil wir natürlich wissen, dass alle Leute mit ihren Plänen da beginnen müssen, so schnell wie möglich, weil man muss halt Urlaub buchen, man muss halt die Reise buchen und so weiter. Und für dieses Jahr haben wir geplant, klar, den 10. Oktober als den Geburtstag von Star Citizen zwar zu feiern, aber digital. Es wird aber keine virtuelle CitizenCon sein in dem Sinne, dass alles, was wir sonst auf der CitizenCon machen, virtuell abgehalten wird. Sondern was anderes, eine Online-Feier. Aber mehr dazu gibt es auch später. Mhm. Ja, bin ich mal gespannt drauf. Auf jeden Fall passiert was, aber es wird kein adäquater Ersatz sein, sozusagen die digitale Version des Live-Events, sondern ihr denkt euch was Eigenes, was Neues aus, was eben dann auch digital umsetzbar ist. Genau. Dann bin ich mal gespannt. Oder wir alle sind gespannt. Ich komme jetzt so langsam zum Ende meines Fragenkatalogs. Ich habe hier noch ein paar Fragen. Wir drehen uns aber auch langsam in Kreis. Also liebe Community, wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, stellt es in den Chat rein, dass wir darauf eingehen können. Ich habe hier noch eine sehr umfassende Frage, die wir in Teilen schon beantwortet haben, in Teilen aber auch nicht. Und zwar lautet sie, CRG beschreitet mit seiner Art der Kommunikation, der Entwicklungsarbeit neue Wege. Hinzu kommt ein rasantes Wachstum. Führt das zu Problemen und oder tangiert das auch Abläufe bei eurer Arbeit, dieses rasante Wachstum? Was sind eure größten Herausforderungen dabei, sowohl in Richtung CRG als auch in Richtung Community Management? Also ich möchte es auch mal erweitern. Sind das
anderweitige Herausforderung, als ihr in anderen Firmen in eurer Tätigkeit als Community Manager sammeln konntet? Und wie löst ihr diese Probleme, die sich durch diese rasante Veränderung bei euch im Unternehmen, Wachstum des Unternehmens dann eben ergeben? Also ich habe ja schon vorhin gesagt, was auf jeden Fall eine Herausforderung ist, ist, wenn die Community an sich wächst, ne? Weil du neue Leute hast, die was Neues machen, was cool ist, was toll ist, was du aber auch irgendwie sehen willst und auch irgendwie weiter zurück ins Team wiedergeben willst und da am Ball zu bleiben. Was für mich interessant ist, und das denkt man teilweise gar nicht so sehr im ersten Moment, was du eigentlich so alles lernen musst. Wir haben so viele Disziplinen. Ich meine, allein wenn ich mir den Monthly Report anschaue von Star Citizen, das Engineering Department, was die schreiben, ist für mich, der jetzt kein gelernter Coder ist, kompliziert. Ne? Und ich weiß dann aber auch, ich sitze als Community Manager hoffentlich bald wieder auch bei einem Bar Citizen Event mal mit Leuten wirklich zusammen, die dann sagen, Mensch, Chris, jetzt erklär mir doch aber mal. Ne? Und das sind Sachen, wo man wirklich dann auch sagt, okay, gut, ich versuche da mir einfach mal ein bisschen mehr noch anzueignen. Also dass ich dann zum Beispiel wirklich mal zu unseren Codern gehe und sage so, okay, erklär mir jetzt mal zum Beispiel Server-Meshing für Dummies. Ne? Fang mal ganz unten an. Oder wo sind Schwierigkeiten, wo sind Herausforderungen? Oder auch, dass du siehst, in der Community wird ja auch gerade über die Technik viel diskutiert, es kommen Fragen auf und manchmal denkt man selber, oh, das ist eine wirklich gute Frage. Und man will sich auch immer irgendwie mal versuchen, auf Situationen vorzubereiten, wo man denkt, ist es eigentlich gut, wenn ich dieses Hintergrundwissen mir aneigne. Genauso eben, wie ich wissen muss, ne, wo ist Port Olisar und was ist Area 18 oder sowas, ne? Ist es auch gut, wenn man halt die anderen Prozesse hinten dran kennt, die wir natürlich versuchen in Star Citizen Live oder im Inside Star Citizen oder auf die ganzen anderen Mitteln und Wegen, wie wir kommunizieren, auch vorzustellen, weil wir diese Transparenz ja wirklich wollen. Aber bevor man irgendwie was transparent erklären kann oder zeigen kann, muss man es ja auch erstmal selber verstehen. Und das ist manchmal ja ein ganz schöner Bratzen, der dann erstmal vor einem liegt. Ne? Aber ich finde es, wie gesagt, einfach super spannend. Und das ist ja das Schöne daran, dass du eigentlich immer jeden Tag irgendwie was hast, wo du sagen kannst, naja, jetzt kommt wieder was Neues auf mich zu. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig bei uns. Ja, und du hattest das Wachstum ja vorhin schon angesprochen. Also wir wachsen ja auch mit. Ja? Also nicht nur die Community wächst, sondern auch unser Team wächst. Wir sind mittlerweile 4 Leute. Als ich angefangen habe, war das Community-Team noch zu zweit. Man hatte damals Community-Moderatoren, hat jetzt mittlerweile ein Moderatorenteam. Also nicht nur die Community wächst, sondern auch wir. Und das müssen wir aber auch, weil es sonst halt schwierig ist, wie der Chris gesagt hat, up-to-date zu bleiben, was halt sowohl intern passiert, als auch was in der Community passiert. Und ich meine, du kennst ja, Astro, du kennst ja den Umfang von den Inhalten, der jede Woche veröffentlicht wird. dazu kommt dann halt noch der Content, der täglich von der Community erstellt wird. Das heißt, man hat auch mit über 2 Millionen Citizens, über 2 Millionen potenzielle Stimmen in der Community, die halt die Leute auf den verschiedenen Kanälen halt im Verhältnis zu 4 Community Manager und den Devs, die auf den Kanälen, also halt auf Spectrum oder im Reddit aktiv sind, ins Verhältnis zu setzen. Ist halt schwierig, da richtige Konversationen zu führen, also halt ein Gespräch, was halt mal in die Tiefe geht. Aber wir versuchen es halt so gut es geht, die Fragen zu beantworten, beziehungsweise jemanden zu finden oder selber die Fachgebiete abzudecken, wie der Chris schon gerade gesagt hat, dann auch zu lernen, wie spezielle Sachen wie Server-Meshing funktionieren. Und das wird aber immer natürlich eine Herausforderung sein für uns als Community-Team. Und wir versuchen auch der Community deswegen, wie sagt man dazu, so Tools zur Selbsthilfe in die Hand zu geben. Mit, ja? Also wir versuchen halt unsere FAQs, die Knowledge Base up-to-date zu halten. Wir haben das Guide-System, wo sich die Community selber an die Hand nehmen kann, um die ersten Schritte halt in Verse, die wahrlich nicht einfach sind, zu begleiten. Wir haben die Status-Page mit reingebracht, wo man sich jetzt informieren kann, ist der Server down oder liegt es an mir? Ich kann mich gerade nicht einloggen, sowas in der Art. Und ja, also ich meine, im Endeffekt heißt es manchmal,
Man macht es großartig und so sollte genau sein mit der offenen Entwicklung und manchmal bekommt man das genaue Gegenteil zu hören. Und wir wissen auf jeden Fall, dass Verbesserungspotenzial da ist in verschiedenen Stellen und das ist auch gut so. Also dann weiß man auch, dass man noch Arbeit vor sich hat. Diese FAQ-Seite, die ihr da habt, die wird ganz massiv befüllt. Ich habe hier auf dem Discord so einen Bot am Laufen, der also abfragt, wo offizielle RSI-Einträge gemacht werden, auch bei eurer FAQ-Seite. Und ich habe so den Eindruck, die letzten, sagen wir mal, 8, 9, 10 Wochen habt ihr richtig Gas gegeben, das Ding mit Inhalten zu befüllen. Also nicht nur zu aktualisieren, sondern auch neue Einträge da reinzubringen. Ich meine, wie halt so ein Spiel wächst, ne, ist halt dann auch natürlich die Seite da wachsen. Einerseits mit Sachen, die ganz neu reinkommen, aber andererseits sehen wir dann ja auch zum Beispiel, das sind eben häufig gestellte Fragen. Wo gibt's viele Tickets zum Thema? Wo gibt's viele Spectrum-Posts oder auch mal Reddit-Posts oder etc. pp. Zum Thema? Und dann können wir wiederum sagen, okay, können wir da noch was schreiben? Können wir da was machen? Mhm. Wir können garantiert nicht alles auf einen Schlag abdecken, aber wir versuchen immer nachzulegen. Arbeitet ihr dann auch daran mit an dieser FAQ-Sektion als Community-Manager? Ihr scheint ja sehr breit aufgestellt zu sein von eurem Tätigkeitsprofil her. Das kommt immer auf die FAQ an sich an. Es gibt viele FAQs, die von unserem Customer Support befüllt werden. Es gibt aber auch einige, die halt von Community befüllt wird. Es ist also auch so ein Mischmasch aus verschiedenen Teams, die an der Knowledge Base arbeiten. Mhm. Ja, spannend. Und also ja, es ist halt ein super Tool, was halt auch hilft, dann, wenn man die Antworten dort findet und nicht extra noch ein Ticket schreiben muss und dann halt warten muss, bis man eine Antwort darauf bekommt, dann hilft es natürlich nicht nur uns, weil wir dann weniger Tickets bekommen, sondern halt auch den Leuten, die ein Problem haben, weil ihnen sofort geholfen werden kann und man nicht erst selber aktiv werden muss und dann noch eine Wartezeit in Kauf nehmen muss. Mhm. Mal ein anderer Gedanke. Es wird ja immer aktueller bei Star Citizen oder bei der Entwicklung generell von Star Citizen und Squadron 42, dass es jetzt auch in die etwas wärmere, ich will nicht sagen heiße Phase des Marketings geht. Alleine deswegen, wenn man dann denkt, es gibt jetzt schon den ersten externen Investor, wo man gesagt hat, das Geld soll fürs Marketing aufgebracht werden oder benutzt werden. Und der Job des Community Managers, den kenne ich von anderen Publishern, Entwicklern, ja, eigentlich als reiner Marketing-Job. Und ihr handhabt das doch schon anders. Glaubt ihr, dass euer Job sich in der Zukunft ein bisschen ändern wird? Also wie würdet ihr jetzt bewerten, zu wie viel Prozent macht ihr Marketing, zu wie viel Prozent macht ihr Community Support? Und glaubt ihr, dass das sich in der Zukunft ändern wird, wenn es... Ja, heißt, wir müssen jetzt, was weiß ich, wir müssen Content Creator mehr unterstützen. Ich denke zum Beispiel daran, ich kenne das noch von früher von EA, die haben so einen Battlefield Community Day veranstaltet. Da bist du dann nach Köln gefahren zur EA-Zentrale, hast da einen ganzen Tag eine Präsentation gehabt, konntest Battlefield zocken, bevor jeder andere schon die Finger dran hatte, warst dann abends in der EA Sportbar und hast noch auf Kosten von EA dort gefuttert. Also alles rein Marketing, ne, weil man einem auch ein bisschen eben dieses EA-Feeling, dieses Battlefield-Feeling verpassen wollte und gehofft hat, in meinem Fall zum Beispiel, ich habe damals für einen Blog geschrieben, dass mein Artikel dann dementsprechend positiv ausfällt. Glaubt ihr, ihr lauft Gefahr bei, wenn ihr momentan bei Cloud Imperium wirklich einen Job macht, der sehr transparent ist, sehr nah an der Community, dass sich das irgendwie ändern könnte? Also, weil du vorhin nach Prozenten gefragt hast, sowas ist schwer halt in Zahlen zu fassen. Natürlich sind wir auch momentan schon dabei, unser PR- und Marketing-Team halt in der Umsetzung von manchen Kampagnen zu unterstützen. Aber so, wie du es gerade beschrieben hast, dass wir halt Leute einladen, die dann von A nach B gefahren werden und dann von uns verköstigt werden und sowas, kann ich mir eigentlich bei Star Citizen momentan nicht vorstellen. Ja. Also im Endeffekt, klar, wir suchen immer nach neuen Wegen, um unsere um Content Creators zu supporten. Momentan arbeiten wir auch an einem Partnerprogramm, wo wir uns natürlich nicht nur an die englischsprachigen Leute, sondern halt auch an andere Nationalitäten und andere Sprachen richten wollen. Aber da ist noch nichts spruchreif. Aber wie gesagt, wir sind uns bewusst, dass das halt
in anderen Firmen, und ich habe ja auch bei anderen Firmen gearbeitet, halt durchaus anders sein kann. Aber Marketing und Community ist in dem Sinne halt bei uns definitiv noch getrennt. Das ist schön zu hören. Ich hoffe, es bleibt so. Ja. Müssen Sie ja auch klar trennen. Wie gesagt, das Unternehmen wächst immer mehr und müssen dann eben auch entsprechend ihre Prozesse aufsetzen. Die haben ihre Positionsbeschreibungen oder ja, wie man das beschreiben mag. Und da kann nicht mehr jeder alles machen, sonst würden sie einfach absaufen, untergehen. Ich meine, es gibt gewisse Events, die wir als Community veranstalten, die natürlich Hand in Hand gehen mit gewissen Marketingaktionen. Also wenn wir als Community-Team zum Beispiel mit dem Cosplay-Contest um die Ecke kommen bei einer Citizen-Con, ist das natürlich auch eine Art von Marketing. Aber das geht dann halt in eine andere Richtung als das, was du gerade eben beschrieben hast, wo dann gezielt auf einige Content-Ersteller oder Journalisten eingegangen wird, um da ein besseres Rating zu erhaschen. Also genau das Gegenteil von der Halle 1 auf der Gamescom. Wer sich auskennt, weiß, was ich meine. Gut, machen wir nochmal kurz Musik? Würde ich sagen. Und ja, dann schließen wir langsam ab. Also letzte Möglichkeit für euch, liebe Community, nochmal Fragen zu stellen an Chris und Ulf. Und ansonsten werden wir dann nochmal kurz resümieren und dann auch die Sendung beschließen. Aber jetzt erstmal der nächste Musikblock. Da hören wir jetzt TV Sky. Das ist ein Produzent aus Perth in Australien. Der macht seit Mitte der 90er elektronische Musik, veröffentlicht inzwischen unter anderem auf Cyan. Das ist ein Wuppertaler Netlabel. Und auf Bandcamp kann man seine Musik auch kaufen. Das ist jetzt eine, ja, Chill-Deep-House-Nummer, würde ich mal sagen. Und nennt sich The Great Expanse of Cosmic Void. Und einen zweiten Titel gibt es nicht, denn diese eine Nummer, die geht fast 7 Minuten, und dann hören wir uns gleich wieder. Jawohl, bis gleich. Wo immer du im Verse gerade bist, wir sind bei dir. Verse Night mit Astro Sam und Mitch van Heiden.
So, und wir sind zurück, gucken jetzt hier gerade auf den neuen Teil von Grimhex und haben immer noch den Ulf und den Chris bei uns. Und ja, letzter Talkblock. Was machen wir jetzt? Letzter Talkblock. Ich habe gerade gelernt, dass der Undertaker, der im Chat Wild Aces heißt, der hat sich gerade bedankt, dass du die Aufnahme nochmal rausgekramt hast, weil die schon älter ist. Was ist da gerade passiert? Wir haben gerade gemutmaßt, auf einmal wackelt die Kamera so. Bist du über den Haufen geflogen worden? Ja, hat dich eine Freelancer überrollt. Irgendwie sowas. Mal gucken, was er schreibt. Da kam eine Caterpillar aus der Parklücke. Genau. Rums und Fahrerflucht. Ja, Hinterbruch. Irgendjemand hat sich hier traurig geäußert von wegen, ah, wenn er diese Aufnahmen von Port Olisar sieht, das macht ihn noch ganz traurig, weil es bald nicht mehr da sein wird. Und daraufhin kam ein Fragezeichen zurück. Ja, Port Olisar wird natürlich wie alle anderen Raumstationen auch dann aufgebaut werden auf Basis dieses neuen prozeduralen Systems. Und das wurde mal in einem Video geäußert. Da wird es dann auch Hangars geben, weil dieses, wie wir das im Video auch gesehen haben, dieses Aufploppen, das heißt von Spawnen von Raumschiffen und das Despawnen von Raumschiffen, dass sie dann wieder wegploppen, das stört natürlich die Immersion und das ist CRGs Plan, dass man das eben nicht mehr sieht. Deswegen gibt es ja auch diese Hangars, aus denen man rein und raus fliegt, damit dort eben diese Illusion aufrechterhalten bleibt, dass man sich in einer quasi realen Welt bewegt. Insofern, ja, genießt die Aufnahmen. Tatsächlich, dieses Port Olisar wird es nicht mehr geben, aber ich denke mal, die Art und Weise mit den drehenden Rädern und so wird wahrscheinlich auch wird stehen bleiben. Schauen wir mal, das können wir auf uns zukommen lassen. So, Chris und Ulf, Community Management. Wir haben heute so viel gelernt. Alle, die erst später dazu gekommen sind, können sich diese Sendung natürlich dann schätzungsweise ab morgen dann auf meinem Kanal hier auch noch offline im Nachgang dann anschauen. Ich werde das Ganze auch als Podcast-Version auf meinen Mixcloud-Account hochladen. Falls ihr eben Bandbreite sparen wollt, könnt ihr das euch auf eurem Handy als Podcast anhören. Insofern, alle Optionen sind vorhanden, sich diese Sendung nochmal in Ruhe anzuhören mit all den spannenden Informationen, die uns Chris und Ulf gegeben hat, die uns erzählt haben, wie sie zu CRG gekommen sind, was sie als Community-Manager machen, wie sie dort arbeiten und was man als Voraussetzungen mitbringen sollte. Das Thema Quereinstieg, ihr seid ja beide tatsächlich, wenn ich das so rausgehört habe, keine Quereinsteiger, sondern ihr habt das Abitur gemacht, studiert und wart schon immer so ein bisschen unterwegs in der Richtung Computerspiele natürlich, aber auch ihr wolltet was mit ja, Community-Interaktion zu tun haben. Ulf hat sogar für Zeitschriften Artikel geschrieben, seid also auch da sehr versiert unterwegs. Aber das Thema Kommunikation habt ihr euch groß auf die Fahne geschrieben. Ich habe mal in einem Video von Jared gelernt, dass das beste Mittel zum Quereinstieg in eine Development-Firma, egal wo man sich dann hin entwickeln möchte, sei es nun in Richtung Community-Management oder Development oder wie auch immer, das Qualitätsmanagement ist, dass man erstmal ganz stumpf sich hinsetzt und Fehler herausfindet und meldet und da das Unternehmen kennenlernt und sich von dort aus weiterentwickelt. Das fand ich sehr spannend. Ist das auch das, was ihr so bestätigen würdet oder sagt ihr, Quereinstieg ist auch so im Community-Management möglich? Also ich würde schon mal die Arbeit von der QA nicht als stumpf bezeichnen. Ja? Also es ist schon mehr als einfach nur immer wieder das Spiel zu spielen und dann irgendwelche Bugs zu dokumentieren und das war's. Es ist natürlich so, dass die Voraussetzungen für verschiedene Positionen sind halt innerhalb einer Spielefirma immer andere. Das heißt, für Community Management braucht man natürlich, gutes Talent für, wie schon gesagt, Kommunikation. Du musst halt flexibel sein, weil klar, manchmal kann es sein, du hast halt einen
super Plan für Content dastehen und was du postet am nächsten Tag, aber am Abend davor passiert irgendwas und ja, man muss die Dinge komplett ändern, über den Haufen werfen und Prioritäten können sich immer verschieben. Das heißt, es kann auch schon mal sein, dass man 5 vor 12, wie man das so schön sagt, seine Inhalte nochmal komplett neu schreiben muss, weil die vorherigen nicht mehr angemessen sind. Man muss natürlich Multitasking fähig sein, ne? Mhm. Man ist halt in einer Vielzahl von Channels, Kanälen unterwegs, also Reddit, YouTube und so weiter. Du brauchst ein Auge fürs Detail auf jeden Fall auch. Ne? Und wenn es auch nur wirklich ein Auge im Detail ist, irgendwie, ob das Bild, was du irgendwie drauf hast, irgendwie das Falsche ist, wenn du zum Beispiel This Week in Star Citizen, ne? Also wie schnell passiert es, dass man zum Beispiel einfach bei der Wochenübersicht die Daten vergessen hat zu updaten oder sowas, ne? Also es sind so kleine Kleinigkeiten. Mhm. Aber gerade wenn du nach außen hin kommunizierst, auch für deine Firma, musst du halt auf sowas, ja, wir hoffen immer, dass uns da nichts entgeht. Naja, du musst halt auch vor allen Dingen ein Verständnis für die Community und halt einen dafür angemessenen Ton mit der Community zu interagieren und zu kommunizieren haben. Denn gerade wenn man jetzt für, es gibt ja auch Community Management für andere Unternehmen oder für verschiedene Marken, wenn der Community Manager für, keine Ahnung, Mercedes-Benz plötzlich mit der Star Citizen Community sich unterhalten möchte, ist natürlich der Ton völlig anderer. Man hat da halt eine gewisse gewissen Umgang miteinander, das nennt man Brand Voice sozusagen, wo man dann auch versuchen muss oder versucht, die Interaktion mit der Community so zu machen, als würde die Community mit sich selber sich unterhalten. Ja? Also man würde die ganzen Worte auch gar nicht verstehen, die man in der Automobilindustrie hat, dann aber im Spiel vielleicht nicht. Es würde vielleicht gehen, wenn man bei einem Automobil, bei einem Autospiel, also Forza oder sowas zum Beispiel, dann das machen würde, aber das ist eine andere Geschichte. Interesse am Thema ist halt auch super wichtig. Ja, was noch? Content Skills, also dass man halt auch Gutes schreiben kann. Grafik und Design ist auch ein bisschen wichtig. Man muss jetzt der allergrößte Photoshop-Gott sein, aber so hier und da mal noch was an der Grafik zu ändern, ist definitiv sehr von Vorteil. Man muss Events planen können. Wir sind halt immer dabei, ja, Events für die Community oder mit der Community zu planen im Voraus. Dann machen wir große Brainstorm-Sessions auch innerhalb des Teams. Da braucht man natürlich auch einen kreativen Kopf. Und ja, was wir vorhin schon gesagt haben, diese ganzen, man muss zuhören können, man muss analysieren können. Man muss auch ein Gespür dafür haben, wenn Sachen eskaliert werden müssen an die entsprechenden Stellen. Man muss wissen, mit wem man sich dann unterhält, wenn ein bestimmtes Feature kaputt ist, wer verantwortlich ist. Also es ist ein sehr breites Feld. Was man dann aber wieder auch sieht, ist, dass man gerade als jemand, der sich auf ein bestimmtes Feld konzentriert hat, dann eigentlich vielleicht ein bisschen zu wenig Skills mit ins Boot bringt. Also gerade als Quereinsteiger, egal wo derjenige jetzt herkommt, kann es sein, dass man von diesen geforderten Sachen vielleicht 3 von 5 mitbringt oder so und den Rest sich dann halt auch selber aneignen kann. Ja? Also da gibt es auch viele Ressourcen auch online, wo man sich da mit der Materie beschäftigen kann. Und ganz wichtig ist natürlich auch, wie bei einem Artist, der dann halt ein Portfolio mit seinen Arbeiten bereitet, Sachen, an denen man selber gearbeitet hat, auch zu archivieren und dann sollte es zu einem Vorstellungsgespräch oder Interesse, so einen Job zu haben, kommen, dann sowas auch vorweisen kann. Also wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, sowas zu machen, Moderation zum Beispiel in einem Forum ist immer was, wo man sieht, dass jemand schon ein gewisses Gespür für ein paar von diesen Skills, die ich vor uns aufgezählt habe, hat. Ja. Oder wenn jemand seine eigene Community hat als Content Creator, ist man auch mehr oder weniger als Community Manager tätig in dem Sinne. Ja, also ja. Ich meine, es ist so, ja. Also du sprichst die ganze Zeit mit den Leuten und gehst auch auf sie ein und das ist auch
eine Sache, die auch jetzt im Größeren, wenn man halt für so ein großes Spiel Community Manager ist, einem weiterhilft. Das ist etwas tatsächlich, das darf man echt nicht unterschätzen. Also selbst diese Klatsche habe ich bekommen, da hatte ich irgendwie, keine Ahnung, 1500, 2000 Follower. Meine, so viel mehr habe ich jetzt immer noch nicht, 4600. Ich habe ja zwischendurch auch eine Pause gemacht. Aber da habe ich schon gesagt bekommen, Mensch, Astro, in allen Ehren, aber bedenke einfach, dass du einen Einfluss hast auf die Community. Und das ist so ein Grund, weshalb ich halt häufig, auch wenn ich eine Meinung habe, eher die Klappe halte, weil ich keine Lust habe, dort irgendwie für Flammen zu sorgen oder auch für Falschaussagen irgendwie an die Wand gestellt zu werden. Oder ja, es kommt dann auch dann einmal hatte ich sowas, habe ich aus Versehen, das war gar nicht gewollt, so eine Aussage, habe ich mich dazu hinreißen lassen, die dann sich im Nachhinein als falsch herausgestellt hat. Und dann habe ich von anderen Creatern dann auf ihren Streams mir ansehen müssen, oh, das war schade, dass er so ein solche Falschinformationen rauslässt. Und da kriege ich Schreikrämpfe. Und dann sage ich lieber gar nichts, weil da habe ich keinen Bock drauf. Das finde ich einfach bewundernswert, beziehungsweise ich glaube auch, das ist ein ganz großer Punkt in Richtung des Community-Managements, sich zu jeder Minute, bei jeder Aktion wirklich bewusst zu sein, das, was ich hier jetzt schreibe, das, was ich sage, das, was ich rausbringe, das wird auf die Goldwaage gelegt werden. Und im Zweifelsfall wird es genutzt werden, um es wieder irgendwie zu zerreißen. Insofern Hut ab, Community Management, was ihr da macht, das ist ja nicht nur ein bisschen in den Foren rumwerkeln, sondern ihr seid ja wirklich die Liberos in der ganzen Mannschaft. Ihr müsst nach drinnen Networking betreiben, ihr müsst nach draußen quasi Vertrieb betreiben, letzten Endes ja auch in die Community, das heißt zu gucken, wie fühlt sich der Kunde, also die Community, das wieder nach drinnen über euer Netzwerk weitergeben. Ihr seid das Stellwerk, also das ist schon ein sehr, sehr großartiger, sehr verantwortungsvoller Job, den ihr da habt, und Hut ab, und dann nehmt euch auch noch die Zeit, hier an unserem Stream teilzunehmen, und das ist dann sozusagen auch mein Schlusswort. Da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ihr uns den Einblick in eure Arbeit gegeben habt und dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier dabei zu sein. Das war eine richtig großartige Sache und eine Sendung, die mir persönlich sehr, sehr viel Spaß bereitet hat. Vielen, vielen Dank an euch zwei. Dem schließe ich mich an. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wir haben uns ja fast vor einem Jahr in Köln bei der Gamescom gesehen gehabt. Und würde mich freuen, wenn irgendwann das jetzt mit der Pandemie so nachlässt, dass wir uns dann irgendwie alle mal wieder irgendwo am Tisch an für ein Bierchen sehen würden. Ja, danke für die Einladung. Ja, auf jeden Fall. Also sowas immer super gerne. Und es ist einfach auch wunderschön, Leute, die man sonst irgendwie auf Spektrum irgendwie liest, ne? Oder denen man auch irgendwie auf YouTube oder Twitch über die Schulter guckt, auch über Jahre teilweise schon einfach ein Real zu treffen. Und ich denke, irgendwie haben wir alle irgendwie unser Herz für Star Citizen, und es gibt auf jeden Fall immer eine Menge, über das man quatschen kann bei dem Bier und der Freundin. Sehr gerne, ihr Lieben. Gut, dann kommen wir zum Ende. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, weil der Trebom mich darum gebeten hat, wir senden ja hier auch über Nerds and Geeks. Da gibt es jetzt am nächsten Samstag, am 15.8. abends um 8:30 den nächsten Zockerabend mit ihm, The Next Level. Wer quer durch den Garten Gaming steht, also von Commodore 64 bis zum modernen PC-Spiel, der kann da gerne mal reinschauen. Die nächste Verse Night gibt es dann am 8. September, und da haben wir jetzt noch nichts Großartiges anzukündigen, vielleicht noch mal kurz davor, aber müssen wir noch uns durch den Kopf gehen lassen. Wahrscheinlich machen wir, glaube ich, im Oktober irgendwas Größeres, ne, Astro? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Im September eine schöne, normale Verse Night, und dann sehen wir weiter. Ja, machen und dann einen Doppelflug. Mensch, vielen, vielen Dank an dich, dass du heute die vielen Fragen eingesammelt und sortiert hast. Immer gerne. Gut, Leute, dann gibt es zum Abschluss gibt es dann nochmal Astro uns beide mit Horizon in der Orchestral-Version. Cool. Yay! Und bleibt gesund, haltet noch das warme Wetter aus. Ich glaube, bis nächste Woche haben wir es noch. Wir haben es noch eine gute Woche.
Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr vielleicht mal auch schauen, da bin ich auch so ein bisschen mit beteiligt, es wird dieses Jahr keine Gamescom im herkömmlichen Sinne geben, sondern in der Stream-Version. Und dann wird es neben dem Hauptstream auch einen Retro-Stream geben. Und beim Retro-Stream bin ich mehr oder weniger auch so ein bisschen mit involviert, inwieweit ich da auch Content liefern werde oder meine Kollegen von Nerds & Geeks, das werden wir noch sehen, das wissen wir noch gar nicht. Aber schaut auf jeden Fall dann da mal auf die Webseite der Gamescom, da kommt ihr dann direkt auch zum Retro-Stream. Den macht dann der Frank Erstling, der Herausgeber von Return Magazin. Und zu dem werde ich nächste Woche fahren und den helfen, das Studio einzurichten. Also irgendwie bin ich da mit involviert. Wie genau, weiß ich noch gar nicht. Aber irgendwas werden wir da auf die Beine stellen. Kurz vor knapp. Gut, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ihr das hier auf YouTube schaut, in der Wiederholung, nicht vergessen, wenn ihr das bis hierhin ausgehalten habt, dann könnt ihr auch einen Daumen hoch da lassen. Wenn ihr den Kanal hier noch nicht abonniert habt, auf jeden Fall abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Verse Night, jeden zweiten Dienstag im Monat. Einschalten und abschalten.
Das war die Verse Night. Wir sagen Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Thanks again, Station. See you next time.